Vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich Sie ein bisschen durch die Diskussionsrunde begleiten darf. Es ist eine besondere Woche, würde ich sagen, in der wir uns befinden. Insofern umso besser, dass wir heute ein bisschen auch politisch diskutieren können. Wir haben jetzt schon viele Impulse gehört, Kritik gehört, über die Herausforderungen schon einiges gehört, vor denen wir stehen. Und da wollen wir natürlich gleich ein bisschen auch im Detail drauf eingehen. Und dann hätte es sich normalerweise angeboten, dass wir mal ein bisschen Bilanz ziehen, wie es mit der Ampel bislang so läuft, wo Reformvorhaben stehen, wie es weitergeht, wie die nächsten Schritte aussehen. Nun, jetzt hat sich alles ein bisschen verschoben, aber ich würde sagen, umso besser, wir nutzen die Gelegenheit, vielleicht einfach nach vorne zu schauen. Was müsste eine kommende Bundesregierung denn eigentlich leisten? Was könnte vielleicht in einem künftigen Koalitionsvertrag stehen? Also ich glaube, Gesprächsbedarf bleibt, denn wie Herr Hecken auch schon sagte, die Herausforderungen sind ja trotzdem noch da. Insofern können wir uns damit auf jeden Fall weiterhin beschäftigen. Ja, und dazu sprechen wir mit Gesundheitspolitikern aus der, ja, aus den Ampelfraktionen, wollte ich was sagen. Also Fraktionen gibt es noch, Ampel nicht mehr, machen wir es so rum. Und natürlich auch mit Dr. Heinrich und Professor Hecken. Und ich begrüße dazu von der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag Nezahat Baradari, Mitglied im Gesundheitsausschuss. Und ich freue mich, dass Sie heute da sind. Kommen Sie gerne mit nach vorne. Ja, willkommen heißen darf ich auch Tino Sorge. Er ist gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion. Kommen Sie gerne zu uns. Schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße Christian Bartelt. Er ist Mitglied der FDP-Fraktion, auch Mitglied im Gesundheitsausschuss. Herzlich willkommen. Dürfte ich Sie einmal dorthin bitten? Frau Baradari, würden Sie gerade einmal zu mir kommen? Dann haben wir nämlich in der Mitte Platz für Dr. Heinrich und Professor Hecken, wenn ich Sie auch nach vorne bitten darf. Dankeschön. Ganz kurz noch für Sie zur Information. Sie hatten vielleicht im Programm gelesen, dass Armin Grau noch da sein wird. Er hat es heute leider nicht geschafft. Da finden Sitzungen statt. Aber das insofern ist jetzt nicht so überraschend in dieser Woche. Aber schön, dass Sie alle Zeit haben und trotzdem heute zu uns gekommen sind. Ja, wenn wir Lösungen finden wollen für die angesprochenen Probleme, für die steigenden Kassenbeiträge, wenn wir die Belastung sehen, die es in der ambulanten Versorgung im Moment gibt, die begrenzten Ressourcen und uns dann die Frage stellen, wie ist denn mehr Effizienz möglich, ohne dass wir den solidarischen Charakter unseres Gesundheitswesens aufgeben, da sind wir uns, glaube ich, einig, dann gehört eben dazu auch die Frage, wie können wir Patientinnen und Patienten besser in die Versorgungsebene bringen und zu der Versorgung bringen, die ihrem Bedarf entspricht. Das ist ja eigentlich das Ziel an der Stelle. Und genau das sind die Herausforderungen, die, glaube ich, auch nach dem Ampel aus bleiben werden. Ja, wenn es jetzt in der Vergangenheit um die Frage ging, ob es jetzt weiterhin einen unbegrenzten Zugang zu Versorgung geben kann und zu allen Bereichen des Gesundheitswesens, dann hat Minister Lauterbach oft gesagt oder oft abwehrend reagiert. Er sagte jüngst auch noch, dass es zum Beispiel bei den Kassenbeiträgen 2026 keine weitere Steigerung geben dürfte. Und er ist jetzt auch noch überzeugt, dass vielleicht das eine oder andere Reformvorhaben noch kommen könnte. Frau Baradari, da muss ich Sie natürlich fragen, das erscheint ein bisschen vielleicht wie Verschließen der Augen vor der Realität. Wäre es nicht an der Zeit, das ein bisschen klarer zu benennen, wo wir eigentlich stehen und was überhaupt noch möglich ist? Ja, vielen herzlichen Dank für die heutige Einladung. Ich freue mich wirklich vor einem erlauchten Publikum heute und natürlich mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch natürlich mit dem Vorsitzenden des GBA und auch dem Wirchhof, des Wirchhofbundes hier zu sein. Sie wissen, dass wir im Moment natürlich einen Bruch der Koalition haben und daher ist es jetzt schwierig, da Aussagen zu treffen. Aber über eine Sache müssen wir uns im Klaren sein. Wenn es begrenzte finanzielle Mittel gibt, kann man den Kuchen nicht einfach größer machen, da muss es halt eben Zufluss geben und da müssen wir die Finanzmittel entweder erhöhen oder Leistungen kürzen. Und unser Versprechen war, dass wir im Bereich der Sozialpolitik keine Kürzungen vornehmen wollen. Dazu gehört für mich auch definitiv die Gesundheitspolitik. Also geht es dann nur über den Weg der Beitragssteigerung. Und wir haben im Moment, wie Sie wissen, noch keinen Haushalt. Wir müssten alles unter vorläufiger Haushaltsführung jetzt auf den Weg bringen. Insofern würde ich jetzt jede Aussage von mir sicherlich nicht, könnte mit Fehlern behaftet sein. Stand letzter Dinge war, dass tatsächlich die Beitragssätze um 0,15% gesteigert werden müssten.
Und da müssen wir uns auch ehrlich machen, die Leistungen, wir haben ein hohes Leistungsversprechen im deutschen Gesundheitssystem, wir haben neue, moderne Medikamente und wir haben natürlich auch ein Verteilungsproblem, das sind wir ja auch mit mehreren Gesetzesvorhaben angegangen, unter anderem mit dem KHVVG, aber es gibt noch jede Menge zu tun, da muss man sich auch ehrlich machen, wenn man dieses Leistungsversprechen auf hohem Niveau halten möchte, wird es entweder Streichungen geben oder Beitragserhöhungen. Und da wir Streichungen nicht wollen, werden wir wahrscheinlich die andere Wahl haben. Und da muss sich jeder ehrlich machen. Auch das wird natürlich irgendwann Grenzen haben. Aber ich frage vielleicht mal Herrn Bartelt. Die FDP ist ja eigentlich, ich sag mal, ein Freund klarer Worte. Zumindest sagen Sie das selbst häufig, dass es wichtig ist, die Dinge klar zu benennen und beim Namen zu nennen. Und da gehört natürlich auch ein bisschen die Frage dazu, ob man nicht auch klar benennen müsste, inwiefern das Leistungsversprechen, wie es im Moment da ist, unbegrenzter Zugang, vielleicht auch ungesteuerter Zugang, haltbar sein wird. Inwiefern man da nicht doch ein bisschen klarer sein müsste und inwiefern diese Klarheit jetzt auch noch da sein wird, wenn alle in den Wahlkampf starten. Also unbegrenzter Zugang, ja, Steuerung aber auf jeden Fall. Um nochmal auf Frau Baradari zurückzukommen, wir werden kurzfristig wahrscheinlich nicht drum rumkommen, diese 0,15% Erhöhung zu machen im System, um das finanzieren zu können. Aber das ist eben das, was wir auch schon vor Mittwoch gesagt haben. Dann gehören Reformen dazu, um das zukunftssicher zu machen. Und nur eine Beitragssteigerung auf lange Sicht kann es nicht sein. Und natürlich brauchen wir eine vernünftige Steuerung und wie gesagt, wir können ja jetzt da auch wieder ein bisschen freier da agieren und reden. Also insofern ist für uns natürlich ganz, ganz wichtig. Eigentlich könnte ich sagen, Herr Hecken hat eigentlich alle wesentlichen Punkte vorhin genannt. Also das Rückgrat unseres Gesundheitssystems generell bleibt die ambulante Versorgung. Wenn wir die stärken, können wir die Kosten an anderer Stelle definitiv einsparen. Wie gesagt, da liegen unsere Potenziale und darauf sollten wir tatsächlich zurückkommen jetzt. Herr Hecken, Sie haben eben schon einige Vorschläge auch gemacht, wie man mehr steuern könnte, besser steuern könnte möglicherweise. Da gibt es ja auch jetzt wirklich konkrete Vorschläge, die Sie in dem Papier, das Sie gemeinsam mit Jochen Pimperz verfasst haben für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Da ist ja einiges schon sehr konkret. Trotzdem ist es in der Vergangenheit nie so richtig, wie soll ich sagen, vorangegangen damit, dass man diese Dinge jetzt auch wirklich mal umsetzt und mehr Steuerung einfordert und eben auch Preissignale in Richtung der Versicherten setzt, also das Bewusstsein sozusagen erhöht. War jetzt bislang einfach die Not nicht groß genug und ist sie es jetzt angesichts auch der GKV-Finanzen? Und glauben Sie, dass solche Entscheidungen jetzt eher zu treffen sind oder wird es eher schwieriger dadurch, dass der Wahlkampf ansteht? Ja gut, im Wahlkampf wird natürlich keiner hingehen und sagen, herzlichen Glückwunsch, wir brauchen jetzt Selbstbeteiligung, herzlichen Glückwunsch. Du musst jetzt Zuzahlungen machen, also Wahlkampf ziehe ich mal ab, ich habe selber mal Politik gemacht. Das wäre ja Kamikaze. Das treibt die Leute nur in die Arme von Parteien, die wir alle nicht so richtig mögen, sage ich mal vorsichtig. So, insofern muss man im Wahlkampf vernünftig miteinander umgehen, muss sagen, so, ich habe den Schwerpunkt, ich habe den Schwerpunkt. Da muss man mit der hinreichenden Unkonkretheit bestimmte Dinge machen, aber bei der Koalitionsvereinbarung kommt die Stunde der Wahrheit. Und ich habe eben gesagt, ich will jetzt ja nicht nur Lauterbach-Bashing machen, obwohl der mich in den letzten 3 Jahren sehr aufgeregt hat. Aber der Jens Spahn hat mich vorher genauso aufgeregt. Und der Hermann Kröer hat mich auch aufgeregt. Und der Daniel Bahr auch und der Philipp Rösler auch. Das waren meine Gesundheitsminister, die ich erlebt habe. So, der entscheidende Punkt ist, wir hatten in den letzten Jahren immer ausreichend Geld. Weil die Erwerbseinkommen gesprudelt sind und es überhaupt kein Problem war, wenn ein Problem da war, dann hat man gesagt, naja, machen wir. Und dann hat man mal irgendwo 50 Cent gespart. Aber das letzte echte Einspargesetz war das AMNOG. Und das hat ein FDP-Minister gemacht, was niemand der FDP zugetraut hätte. Ein FDP-Minister hat gesagt, neu ist nicht gleich besser und deshalb führen wir das ein. Und da spare ich jedes Jahr 6 Milliarden Arzneimittelausgaben. Ein paar Beschlüsse sind sicher falsch, aber 6 Milliarden allein durch das AMLOG, die wir haben, um andere Sachen zu bezahlen. Deshalb geht das heute nicht mehr, weil wir heute merken, wir haben unendlich viele Leute auch in der aktiven Beschäftigung, in unsteten Beschäftigungsverhältnissen. Das sind ja nicht mehr so die klassischen Erwerbsbiografien. Das heißt, auch die Beitragseinnahmen, selbst wenn ich eine hohe Beschäftigungszahl habe, erreichen nicht mehr den Stand wie früher. Und der medizinisch-technische Fortschritt nimmt einfach so eine KT-Zelle, B-Zell-Lymphom, Kymriah,
850.000 Euro Jahrestherapiekosten. Und ich kriege die Patienten teilweise in ein kuratives Setting. Das heißt also, das ist nicht eine Einmalapplikation, sondern wenn die Gott sei Dank noch 5 oder 6 Jahre lebe, dann bezahle ich das 5 oder 6 Jahre. Das will ich ja auch. Aber wir sind jetzt in der Situation, wo wir entscheiden müssen. Und deshalb sage ich, diese ganze Diskussion um die Haushaltsverträge, die war in der Vergangenheit so, weil jeder gesagt hat, ja, freier Zugang und der Patient ist autonom. Das war freiwillig. Es konnten Selektivverträge gemacht werden. Und mein Vorschlag wäre, wir machen das zum Regelmodell. Für den Beitrag, den du bezahlst, kriegst du ein hausarztzentriertes Versorgungsmodell und du hast also einen Primärarzt. Also es wäre völliger Schwachsinn, dass derjenige, der jetzt eine Diabetes- oder Nierenerkrankung hat, dann unbedingt zum Hausarzt geht. Und der steuert dich. Und über den muss das laufen und an den bist du auch gebunden. Den kannst du dir selber aussuchen. Der wird dir nicht zugeteilt vom GBA. Und wenn du das nicht willst, wenn du sagen willst, jo, ich bin autonom, ich will das, dann bezahlst du halt einen halben Beitragssatzpunkt mehr für die damit entstehenden Mehraufwendungen. Und dann werden sie einfach mal sehen, wie das geht. In Baden-Württemberg war das freiwillig. Trotzdem haben sich fast die Hälfte der Versicherten in den Modellregionen eingeschlossen. Und am Ende hat die Befragung ergeben, die Zufriedenheit der Versicherten war größer. Parallel dazu habe ich neue Gesundheitsregionen. Wir haben ja mittlerweile alle Täler dieser Republik, die sind gesund. Gesundes Kinzigtal, gesunder Westerwald und ja, weiß was. Wo nicht ärztliche Koordinatoren dann rumgelaufen sind und haben gesagt, wir kümmern uns drum. Da war das Ergebnis. An der Morbidität hat sich nichts geändert. Die Patientenzufriedenheit war gleich. Wir hatten aber 12 Sozialarbeiter über 10 Jahre beschäftigt. Spricht eigentlich dafür, nicht noch eine neue Koordinationsschiene einzufügen außerhalb der ärztlichen Spezies. Denn es gibt Versorgungsbereiche, da brauche ich mittlerweile einen Koordinator, der die Koordinatoren koordiniert. So Anträge habe ich im Innovationsfonds. Völliger Schwachsinn. Zweiter Punkt, der kommen muss. Bei den Arzneimitteln müssen wir hinkommen, weil das der Hauptkostentreiber ist. Wenn wir kein Quali-Modell wollen, wie in Großbritannien, wo man sagt 30.000 Pfund und mehr wird nicht bezahlt, dann bist du als Krebspatient bist du tot. Da gibt's heute keinen Wirkstoff mehr. Platin ist nicht mehr das Mittel der Wahl, was du für 17.000 Euro oder sowas Jahrestherapiekosten kaufen kannst. Da müssen wir zu Modellen kommen, dass wir da eben kohortenspezifisch dann eben noch Pay-for-Performance machen, kohortenspezifisch über belastbare Register. Und der letzte Punkt ist, ich hatte eben gesagt, Zuzahlung. Da müssen wir ernsthaft drüber reden, obwohl das der härteste Brocken ist. Was ich aber nicht verstehen kann, und da sind alle Parteien gleich, weil sie sagen, wir haben den Bürgern doch versprochen, es gibt keine Steuererhöhung. Ich als Hardcore-Kettenraucher laufe seit 5 Jahren mit einer Folie rum, da steht drauf, wenn ich auf jede Schachtel Zigaretten 10 Euro draufknalle und die als zweckgebundenen Präventionszuschlag der GKV zuführe, dann wäre das etwas, was, sage ich mal, ein Stück weit risikoadjustiert gerechtfertigt wäre, weil ich mein Erkrankungsrisiko durch den Tabakkonsum erhöhe. Das Gleiche gilt. Ich will jetzt nicht an deutsche Heiligtümer kratzen, also bei Bier darfst du gar nicht sagen, Wolfgang, dann kommst du. Wein kannst du nicht sagen, ihr habt in Sachsen-Anhalt ja auch Wein. Deshalb habe ich gesagt, gut, dann machen wir es einfach mal im Schabau. Wie kann es denn sein, dass du beim Aldi für 3,78 Euro ein Flasch Doppelkorn kaufen kannst, wo meine Kinder hinlaufen, um dann Doppelkornbowle zu machen? Das ist das mittlerweile Getränk der heranwachsenden Jugend. Mir haben auch Bitburger gesoffen, bis uns die Ohren abgefallen sind. War aber gut für die Prostata, weil die halt gespült wurden und so. Das ist wunderbar. Da zu sagen, auf diese hochprozentigen Alkoholiker machen wir noch so einen Zuschlag und führen das dem Gesundheitssystem zu, das wären Mittel, die man jetzt mal allokieren könnte, die jedes Jahr kämen. Und das machen doch alle anderen Staaten. Fahren wir nach Australien, fahren wir nach Schweden, fahren wir irgendwo hin. Und bei uns wird das dann kaputt gemacht, indem man sagt, ja, wir haben versprochen, keine Steuererhöhung. Und im Übrigen, so zweckgebundene Sonderabgaben ist irgendwie verfassungsrechtlich schwierig und wunderbar. Wenn man den Tabak entsprechend in dieser Höhe 10 Euro dann mit so einer Ablage belegen würde, dann hätte man im Jahr über 8 Milliarden Euro.
Wenn man den Schnaps belegen würde, hätte man noch mal 4,5, 5 Milliarden. Das ist ein Beitragssatzpunkt. Für einen Beitragssatzpunkt kann ich viele Patienten versorgen. Und ich als Kettenraucher würde dann zwar mit noch mehr Schaum vor Mund am Zigarettenautomat stehen, aber ich würde mir die Kippen trotzdem kaufen. Und wenn ein paar aufhören würden deswegen, dann wäre es auch gut fürs Gesundheitssystem. Das ist doch besser. Das ist doch besser, als der Chimäre nachzulaufen. Das werden wir, ich hätte schon gesagt, wir, das werden künftige Regierungsparteien oder so natürlich immer auch wieder fordern, also die Gesundheitspolitiker, dass endlich die versicherungsfremden Leistungen mal übernommen werden. Ja, das hat der Kröger gefordert, das hat der Spahn gefordert. Der Spahn war vorher Finanzminister und hat es gefordert. Und das hat jetzt Karl. Ja, der war Staatssekretär im Finanzministerium, PSD. Das hatte Karl Lauterbach gefordert. Ja, und was haben sie gekriegt? Nichts. Und wenn die schwarze Null wichtig ist, kriegst du auch nichts. Also kann ich noch jahrelang mit der Erwachsenenwindel, mit nasser Hose von versicherungsfremden Leistungen träumen. Das wird aber eine unerfüllte Liebe bleiben. Und deshalb holst du bei mir bei der Marlboro. Und dann haben wir Spielraum und... Das wären so ganz einfache Dinge, aber ich komme vom Land. Ich denke vielleicht so einfach. Ja, also wir sehen schon Möglichkeiten. Möglichkeiten der Eigenbeteiligung können ganz unterschiedlich aussehen und ausgehen. Herr Sorge, ich will Sie fragen, die CDU hat ja schon selbst einige Vorstöße durchaus auch gewagt, mehr Eigenverantwortung einzufordern. Sie hatten auch unter anderem mal so ein Lotsenmodell, hatten Sie es, glaube ich, genannt, vorgeschlagen. Und ich hatte das Gefühl, das war in einigen Aspekten gar nicht so unähnlich dem Papier, das jetzt die Konrad-Adenauer-Stiftung veröffentlicht hat. Jetzt stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, wenn Sie dann irgendwann in Regierungsverantwortung kommen, dann stellt sich auch die Frage, wie man das alles kommuniziert. Denn Sie müssten es ja auch den Menschen im Land ein bisschen erklären, wie das nötig ist. Stehen Sie dann für diese Vorschläge immer noch ein? Ja, selbstverständlich. Also ich meine, Josef Heck hat es ja angedeutet, das ist ja natürlich immer ein bisschen schwierig im Wahlkampf, weil kurioserweise finden viele Bürgerinnen und Bürger das ja dann doch nicht so toll, wenn man ganz klar das sagt, was sie ja sowieso täglich im eigenen Erleben mitbekommen. Und deshalb muss man sich dann natürlich darüber verständigen, also in dem Wissen, dass man in einer Koalition nie 100% durchsetzen kann, aber so wie es momentan läuft, kann es eben nicht weitergehen. Also auch die Frage, wie gehen wir mit dem Gesundheitssystem um? Ich will jetzt nicht über die mangelnde Kommunikation sprechen in den letzten 3 Jahren, aber dass wir natürlich auch eine Schwerpunktsetzung und eine Grundtendenz im System haben, wo man eben meint oder der Minister meint, dass große staatliche Einheiten per se besser seien als zum Beispiel niedergelassene Strukturen, als dass man auch im Kampf in Anführungsstrichen mit dem Finanzminister jedes Mal klein beigibt. Also wir müssen uns auch bei der Frage in den nächsten Jahren darüber verständigen, ist Gesundheit Daseinsvorsorge? Das sage ich ganz klar ja. Und man kann da nicht immer sagen, jeder andere Bereich, ob das jetzt der Sozialbereich ist, ob das jetzt der Wirtschaftsbereich ist, da wird völlig selbstverständlich gesagt, da gibt es eben höhere Kosten, also muss das dynamisiert werden. Und im Gesundheitsbereich, wo wir alle immer sagen, wir werden erfreulicherweise älter, wir werden aber multimorbider, wir haben komplexere Therapieoptionen, es wird auch teurer, dass dann immer als der folgende Halbsatz kommt, aber es darf nicht teurer werden. Und da muss man sich ganz klar auch priorisieren, da muss man sagen, wo wollen wir die Schwerpunkte setzen? Und da sage ich auch ganz klar, das wird in der nächsten Legislatur nicht mehr so laufen, dass ein Gesundheitsminister dann einfach sagt in Haushaltsberatung, naja, wenn der Bundesfinanzminister auf seichte Nachfrage gleich sagt, komm, geh mal weg, dass man sagt, ja, ich kriege das über Synergieeffekte hin. Weil letztendlich ist das der Job des Finanzministers, erstmal alle abzublocken. Aber andererseits geht es natürlich, und da bin ich bei den versicherungsfremden Leistungen, auch darum, dass man das, was sowieso ins System gehört, sich nicht ständig streitig machen lässt. Und ich habe es ja gerade wieder gehört von der Kollegin Baradari, jetzt wird quasi so gesagt, naja, jetzt müsse die Union aus staatspolitischer Verantwortung noch den ein oder anderen Projektvorschlag der Trümmerampel, hätte ich beinahe gesagt, noch mit über die Rampe heben. Da kann ich ganz klar sagen, das werden wir nicht tun. Weil erstens ist das erste Jahr der Ampelregierung völlig an allen vorübergegangen, ohne dass dann wirklich erkennenswerte oder nennenswerte Gesetzesvorschläge kamen. Da hätte man vieles schon regeln können. Die letzten 3 Jahre liefen auch nicht nur in Bezug auf die Community, sondern in Bezug auf uns immer so, dass man all das, was wir auf den Tisch gelegt haben, einfach entgegen jeglicher parlamentarischer Geflogenheiten vom Tisch gewischt hat. Da wurde dann immer gesagt, ja, wir machen es halt anders, weil wir die Mehrheit haben, Punkt.
Christian Bartelt hat gerade gesagt, naja, jetzt kann man ja wieder aus FDP-Sicht ein bisschen freier sprechen. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, willkommen im Leben. Ich weiß, wie da die Zwänge waren, aber es kann natürlich nicht sein, dass man sagt, naja, wir verbiegen uns dann so, dass zum Schluss das völlig in die Hose geht. Und das, was momentan im System ein Riesenproblem ist, wir können doch jetzt nicht sagen, wir drehen einfach mal singulär wieder an der Beitragsschraube, 0,15 Prozentpunkte, reden aber nicht darüber, dass allein die 6 Milliarden Corona-Hilfen überhaupt nicht ins System kommen. Wir reden nicht mal ansatzweise darüber, ob Rentenbeiträge für pflegende Angehörige ins System kommen. Es gibt keine strukturellen Reformen bei der GKV, keine Vorschläge bei der Pflegeversicherung. Und da kann ich nur ganz klar sagen, die Legislatur im Gesundheitsbereich ist over. Da kann ich nur sagen, wir müssen da vieles besser machen in der nächsten Legislatur. Aber wer ernsthaft jetzt noch glaubt, auch als Minister, dass man irgendein Gesetzesvorhaben noch dazu, wie es in den letzten Monaten verhandelt worden ist, über die Rampe bekommt, ich glaube, der hat den Schuss noch nicht gehört. Herr Bartelt, sieht es ein bisschen anders, glaube ich. Ja, also da fühle ich mich jetzt ein bisschen angesprochen, weil ich hätte tatsächlich noch eins, wo ich relativ sicher bin, dass wir das noch gemeinsam über die Rampe kriegen würden, und zwar das angekündigte Entbürokratisierungsgesetz im Gesundheitswesen. Also das ist was, mit allen Vorschlägen aus Vereinen, Verbänden, aus den Körperschaften, wenn die wirklich angegangen werden würden, da bin ich sicher, also meine Fraktion würde dem da zustimmen. Ich glaube sogar, die CDU würde dem zustimmen. Ihr könnt vielleicht noch eigene damit einbringen. Also wenn es wirklich allein um Entbürokratisierung bei uns im Gesundheitswesen geht, da sind wir alle auf derselben Seite, weil genau das ist der Punkt. Das ist ja das, was ich auch in der täglichen Praxis erlebe. Also bei der Arbeit, wenn ich sehe, dass ich 50% meiner Zeit mit administrativem und bürokratischem Schwachsinn verbringe, anstatt an Patienten, dann sind das Dinge, die abgeschafft gehören. Und wie gesagt, da würden wir sofort dabei sein. Ich glaube, es gibt bestimmt Einigkeit, nur also, die sammeln ja jetzt schon ziemlich lange. Darf ich da ganz kurz darauf antworten? Also ich meine, Entbürokratisierung hört sich immer toll an, aber ich sage jetzt mal, ihr habt jetzt 3 Jahre lang Zeit gehabt, das quasi über die Rampe zu heben. Und jetzt, wo ihr keine eigene Mehrheit mehr habt, dann wird so getan, naja, da gäbe es doch das eine oder andere gute Gesetz. Und auch Richtung SPD muss ich das nochmal ganz klar sagen. Jetzt zu suggerieren, als sind die Gesetze, die jetzt noch nicht verabschiedet worden sind, richtig gut und egal wer da zustimmt, dann hilft das allen. Natürlich gibt es in allen Gesetzen gute Punkte, aber es wird ja kein Gesetz, egal wie ihr nachjustieren würdet, wo alle sagen, das ist ein super Gesetz. Und deshalb kann man jetzt im Grunde nur die Wahl zwischen Pest und Cholera wählen und sagen, wir heben was über die Rampe aus angeblich staatspolitischer Verantwortung, was eigentlich keiner in der Form will. Oder wir sagen jetzt schnell Neuwahlen. Und ich erlebe das ja auch, es geht ein Aufatmen durch auch die Community. Wir brauchen jetzt schnell Neuwahlen. Dann können wir uns in der nächsten Legislatur auch mit einem anderen Kommunikationsstil an einen Tisch setzen. Und dann werden wir sicherlich auch zu anderen Ergebnissen kommen. Das ist der klare Punkt. Und Entbürokratisierung, ich glaube, da versteht ja jeder mittlerweile ein bisschen was anderes drunter. Aber da müssen wir uns dann auch drüber verständigen. Genau, wir kommen gleich wieder so ein bisschen Richtung Steuerung zurück. Ganz kurz darf Frau Baradari noch antworten und vor allem sagen Sie uns ganz kurz, welche Gesetzesvorhaben aus Ihrer Sicht jetzt doch noch durchgehen, realistischerweise? Also da ich namentlich angesprochen worden bin, bat ich um das Wort. Herr Sorge, Sie haben schon Wahlkampf hier eröffnet, aber ich bitte Sie doch, hier keine Augenwischerei zu betreiben. In der letzten Legislatur waren wir in einer Koalition und dann war es halt eben so, und das muss man ehrlicherweise sagen, dass auch die anderen demokratischen Fraktionen wie die FDP oder die Grünen auch das Nachsehen hatten, weil wir gesagt haben, wir haben die Mehrheit und so setzen wir das durch. Also da muss man sich jetzt ehrlich machen, was auch in der nächsten Konstellation, wie immer sie auch sein mag, wie das aussehen wird. Und Kompromisse muss man halt eben machen. Das muss man an dieser Stelle mal ganz klar, finde ich, auseinanderhalten. Ne? Obwohl ich natürlich das verstehen kann, was Sie sagen können. Sie haben aber ein paar Punkte, was zum Beispiel die Kommunikation angeht. Da muss ich sagen, da muss man auch selbstkritisch sein und das in Zukunft verbessern. Da bin ich halt eben bei Ihnen. Und was die versicherungsfremden Leistungen angeht, natürlich haben wir da auch noch Gesprächsbedarf, was zum Beispiel auch die Krankenversicherung von ALG-2-Beziehern etc. angeht. Also wenn wir jetzt ganz ehrlich sind und das ist, versuche wirklich ehrlich zu kommunizieren und ehrlich aufzuzeigen, wo wir auch Probleme haben, dann sollten wir das wirklich gemeinsam, denke ich, angehen. Welche Gesetzesvorhaben haben wir? Ja, wir sind in der Tat jetzt auf die Stimmen der demokratischen Fraktionen angewiesen. Übrigens, Herr Sorge, Sie als größte Oppositionspartei ebenso. Ebenso. Das darf man halt eben auch an der Stelle sagen, denn keiner von uns möchte die Stimmen halt eben einer gewissen Fraktion haben. Und keiner möchte Gesetzesvorhaben mit denen zusammen auf den Weg bringen. Das würde auch bei Ihnen sich negativ einzahlen. So ist nun mal die Politik.
Das muss ich auch an der Stelle sagen. Deswegen lassen Sie uns gemeinsam tatsächlich noch, wie zum Beispiel die Notfallreform, die seit der 18. Legislatur auf eine Reformierung wartet, auf den Weg bringen. Und über andere Gesetzesvorhaben muss man tatsächlich gucken, wie man Mehrheiten findet. Entbürokratisierungsgesetz, hat mein Kollege gesagt, ist mindestens ebenso wichtig. Aber vielleicht auch noch ein paar andere Sachen. Ich weiß, unter großer Kritik, gesundes Herzgesetz. Aber gerade für Kinder sehe ich da auch mal eine große Chance, dass wir die detektieren, die zum Beispiel diese familiäre Stoffwechselstörung haben. Okay, also wir versuchen so ein bisschen wieder, ganz kurz, Herr Sauer, aber wirklich ganz kurz dazu. Dann kommen wir zurück zu unserem Hauptthema. Wollten Sie noch ganz kurz? Ja, also ich will jetzt hier keine staatstheoretische Belehrung machen, aber letztendlich in Regierungsverantwortung, der Kanzler heißt Olaf Scholz. Und wenn man keine Mehrheit mehr hat, kann man doch jetzt nicht erwarten, dass man die Opposition aus welchen Gründen auch immer auffordert, Dinge zu unterstützen, die man mangels eigener Mehrheit nicht über die Rampe bekommt. Dann kann ich nur sagen, wenn man sich ehrlich macht, dann müsste man, und es gab ja gestern ein Gespräch zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz im Kanzleramt, aber das scheint offensichtlich auch beim Kanzler noch nicht angekommen zu sein, dass keine Mehrheit mehr da ist. Und im Grunde, Sie regieren, Sie brauchen eine Mehrheit. Und wenn Sie wollen, dass klare Verhältnisse herrschen, dann sagen Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen schnelle Neuwahlen und nicht bis zum 15. Januar das hinauszögern, dann wird irgendwann im März gehen. Aber Herr Sorge, das haben wir, glaube ich, alles auch im großen Rahmen schon besprochen. Insofern, glaube ich, das können wir jetzt hier nicht leisten, die ganze Diskussion der vergangenen Tage nochmal abzubilden. Ein Wort. Wir haben grundgesetzlich vorgegebene Fristen. Daran werden auch Sie nichts ändern. Ja, da hat die Bundeswahlleiterin das letzte Wort. Ganz herzlichen Dank. Vielleicht doch eine Frage, Herrn Sorge, anschließend. Die Inhalte, die im Papier der Konrad-Adenauer-Stiftung stehen, könnten die denn eigentlich zum Teil in Ihr jetzt bald zu entwerfendes Wahlprogramm wandern? Zum Beispiel, was die Steuerung angeht, natürlich vor allem. Ich könnte jetzt sagen, ich bin Adenauer-Stipendiat und deshalb ist per se alles gut, was von der Adenauer-Stiftung kommt. Aber so ist es ja dann auch nicht. Aber das sind natürlich viele Punkte drin. Und es ist ja nicht so, dass meine ich mit Kommunikation, dass Josef Hecken oder Dirk Heinrich, wir uns das erste Mal hier unterhalten. Und Politik heißt ja auch, dass man die Vorschläge, die es gibt, sich auch anschaut. Dann auch im Rahmen von Kompromissfindung versucht, was kriegt man davon durch. Und ich habe es ja schon mal gesagt, wir haben ja auch konkrete Vorschläge gemacht. Wir müssen uns eben jetzt auch, wenn man vom Ehrlichmachen spricht, überlegen, ob es weiter funktioniert, dass man suggeriert, dass der Bürger, dass der Patient machen kann, was er will im System, oder ob es nicht sinnvoller ist, auch viel stärker Patientenzentrierung, Patientensteuerung zu betreiben, auch wenn das im ersten Moment natürlich dem einen oder anderen als Bevormundung vorkommt. Aber zum Schluss ist es ja tatsächlich so, wenn man diese Anreizsysteme so strukturiert, dass man sagt, auch im Hinblick auf Kassen, ihr könnt euren Versicherten ja differenzierte Tarife anbieten, dann kann jeder für sich individuell entscheiden, will ich sofort überall hinrennen oder mache ich eben so ein Lotsenmodell, Primärarzt, wie man das Kind auch nennt, ist ja egal. Weil das ist einfach so, dass viele sich dann einfach entscheiden werden und sagen, ich mache das, was sinnvoll ist. Es ist was anderes, als wenn man das vorschreibt. Und der weitere Punkt ist eben tatsächlich, dass man im System auch innerhalb der Akteure mal schauen muss, was auch angesichts geänderter Rahmenbedingungen sinnvoll ist und was eben nicht. Und gerade bei der Frage, wir haben ja immer die Diskussion, wie kriegt man zum Beispiel in ländliche Räume besser eine Versorgung, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Die eine Frage ist, wie bekomme ich das hin, zum Beispiel über Vergütungsanreize, dass dann eben diejenigen, die vielleicht vorher gesagt hätten, Josef Hecker hat gesagt, bäh, hier gehe ich nicht hin. Wenn ich da aber einen Vergütungsanreiz habe für dieselbe Leistung, wo ich im städtischen Bereich eben weniger bekomme, da mehr zu bekommen, kann man mal drüber nachdenken. Wir können auch darüber nachdenken, wie wir Digitalisierung viel besser hinbekommen, aber pragmatisch vor Ort. Und ich war gestern wieder in einer großen Veranstaltung. Viele Menschen würden ja mittlerweile ohne Probleme auch telemedizinische, telekonsiliarärztliche Dinge in Anspruch nehmen. Aber wenn man denen das dann erzählt als Alternative, da gucken die einen an und sagen, naja, Herr Sorge, ist ja alles schön und gut, aber wir haben nicht mehr schnelles Internet, keine gute Breitbandversorgung. Und da muss ich auch selbstkritisch als Politiker sagen, das ist in den letzten 10, 15 Jahren von allen versäumt worden. Und wenn man merkt, bestimmte Rahmenbedingungen funktionieren eben nicht, wenn man das anderen überlässt, dann muss Politik sowas regeln. Und da bin ich dann Verfechter davon, dass man eben sagt, da muss man eben Geld in die Hand nehmen, weil es prioritär ist, weil es Daseinsvorsorge ist und muss dann eben zumindest die Grundstruktur so organisieren, dass dann die Akteure, die in dem System agieren, auch entsprechend arbeiten können.
Ich glaube, was die Digitalisierung angeht, da werden viele im Raum auch sagen, also da braucht es, glaube ich, erstmal ein paar funktionierende Grundbedingungen überall, die, an denen man auch noch was verbessern könnte. Herr Heinrich, ich würde Sie gerne mal fragen, wenn man so ein Modell einführen würde, bei dem zum Beispiel eine erste Anlaufstelle, eine Primärpraxis, wie auch immer man sie nennt, fester Bestandteil ist als Tarif und dann gibt es eben gegen Aufpreis auch die Möglichkeit der freien Arztwahl an jeder, zu jeder Zeit. Glauben Sie denn, dass sich tatsächlich viele Versicherte dann für den normalen oder günstigeren Tarif entscheiden würden, indem sie sich eben festbinden an eine Praxis? Beantworte ich Ihnen gerne gleich, muss aber zwei Dinge vorwegschicken. Ich glaube, ganz entscheidend wird sein, dass eine zukünftige Koalition sich zunächst einmal ganz klar entscheidet, für was sie eigentlich ist. Steht eine zukünftige Koalition zu diesem System, dem selbstverwalteten System, zur Freiberuflichkeit, zum freien Beruf, zum Primat der ärztlichen Versorgung? Das ist, glaube ich, der Grundfehler in der letzten Koalition gewesen. Man hat sich das nicht richtig überlegt, sondern man hat dem Minister gestattet, eine Hidden Agenda zur Staatsmedizin zu verfolgen. Und man hat ihn dann auch nicht im Zaum gehalten. Denn Sie finden in vielen Gesetzen staatsmedizinische Ansätze. Einmischung in alle möglichen Angelegenheiten, die ureigenste Regelungshoheit der Selbstverwaltung sind, ob das jetzt der gemeinsame Bundesausschuss ist oder die KV und was auch immer. Das ist, glaube ich, eine ganz grundsätzliche Entscheidung, die muss getroffen werden. Und wenn die getroffen ist, dann kann das auch passieren. Zu Herrn Bartelt, ich glaube nicht, dass wir noch irgendwelche Gesetze jetzt brauchen. Es gibt einen ganz einfachen Weg, zu schnellen Lösungen zu kommen. Das ist, wenn der Bundeskanzler noch heute die Vertrauensfrage stellt und wir dann zu der neuen Regierung kommen. Eine Hängepartie über 8 Monate halte ich für eine Unzumutbarkeit für unsere Bevölkerung und für unsere Patienten und auch für uns. Das erstmal als grundsätzliche Vorbemerkung. Ja, wir sind da ganz nah beieinander. Ich bin durchaus für unterschiedliche Tarife mit freiem Zugang, mit gesteuertem Zugang. Innerhalb des gesteuerten Zugangs kann es aber nicht auf ein pures Hausarztmodell hinauslaufen, weil das können Hausärzte gar nicht mehr leisten. Wir brauchen auch Steuerung durch Fachärzte. Wir haben viele Menschen, die haben eine singuläre Erkrankung, die muss durch einen Facharzt gesteuert werden. Aber auch das wäre eine Einschreibung, damit der Facharzt dann auch merkt und sieht, okay, jetzt kriegt er einen Diabetes, jetzt kriegt er noch einen Hypertonus dazu. Lieber Kollege Hausarzt, jetzt übernimmst du den bitte jetzt. Und natürlich behandle ich meine Erkrankung, die ich bisher behandelt habe, bei diesen Patienten weiter. Aber die Steuerung übernimmt dann der Hausarzt. Also in so einem Rahmen, glaube ich, wird das passieren. Das Ganze muss noch mit Eigenbeteiligungsmodellen kombiniert werden, damit wir den ungehinderten Zugang mal bremsen. Ja, wir haben doch heute eine Situation, dass in der offenen Sprechstunde zum Beispiel von Fachärzten, also in meiner offenen Sprechstunde, ist mittlerweile die Hauptdiagnose Tubenmittelohrkatarr. Das ist die Erkrankung, die Sie haben, wenn Sie einen Schnupfen haben und plötzlich Druck auf dem Ohr haben. Das ist eine Banalität. Ja, das ist eine Banalität. Wir müssen uns von diesen Banalitäten befreien, damit wir wieder Zeit für die wirklich kranken Patientinnen und Patienten haben. Der nächste Punkt ist, wir müssen endlich mal in diesem Land anfangen, Prävention zu betreiben. Ich meine, Josef Hecken hat es ja sehr schön an dem Herzgesetz dargestellt, was für einen Quatsch wir da machen und im Grunde sogar Antiprävention betreiben. Ja, wir verhindern ja die Prävention. Und im wunderbaren Innovationsausschuss haben wir ja Dinge, die der GBA positiv evaluiert, nicht nur evaluiert, sondern positiv beurteilt hat und dann auch für die Regelversorgung vorgeschlagen hat, die setzen wir noch nicht mal um. Also wir haben Innovation, aber wir setzen sie anschließend nicht in die Regelversorgung um, wie es eigentlich vorgesehen ist. Was mache ich dann eigentlich mit diesem Innovationsfonds? Nice to have. Dann spielen wir da ein bisschen auf der Wiese und geben Millionen aus und hinterher sagen wir, war nett, war gut, eine gute Idee, aber setzen es nicht um. Beispiel, schönstes Beispiel ist natürlich mein eigenes Gesundheitskiosk in Billstedt. Da haben wir nachweisen können, dass für diese vulnerable Bevölkerungsgruppe dieser Ansatz, der ja viel mit Primärprävention und mit Sekundärprävention zu tun hat, tatsächlich Krankenhauseinweisungen spart, Medikamente spart. Also letzten Endes sicher, die AOK macht ja deshalb weiter, weil sich es mittlerweile für sie rechnet. Ja? Aber wir setzen es nicht um. Der Minister hat es missbraucht, das wollen wir jetzt nicht diskutieren. Das Modell, das eigentliche Modell, wo wir nur 40 Kioske in Deutschland brauchen, ist ein sinnvolles Modell. Aber wir machen es nicht. Das heißt, wir machen nichts mit Prävention. Auch das, was Josef Hecken gerade vorgeschlagen hat, natürlich wäre es gut, wenn diejenigen, die rauchen und die Doppelkornpartys veranstalten, dafür auch bezahlen müssten, denn anschließend verursachen sie auch die Kosten im Gesundheitswesen. Und ich glaube, jetzt um die Frage endgültig zu beantworten, ja, ich glaube, dass Menschen sich sehr wohl dafür entscheiden würden, machen sie ja in Baden-Württemberg auch, entscheiden sich für Hausarztmodelle, aber wichtig, allem, was wir da immer diskutieren, die baden-württembergischen Hausarztmodelle sind erst dann erfolgreich geworden, das können wir durch die Evaluation nachweisen,
als sie mit verpflichtenden Facharztverträgen kombiniert wurden. Erst dann waren sie erfolgreich. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist ja DNA des Zürcher Bundeshaus und Fachärzte arbeiten sehr, sehr gut zusammen und dann flutscht es. Herr Retten. Wir hatten eben schon über einen Bereich gesprochen, in dem wir, glaube ich, alle gleichermaßen einig sind, wie wichtig Steuerung ist, nämlich in der Notfallversorgung. Und jetzt haben wir die Reform, die nicht richtig fertig ist und sicher, glaube ich, auch nicht mehr fertig wird nach aktuellem Stand. Trotzdem sind da ja so ein paar Elemente drin, die vielleicht doch von dem einen oder anderen durchaus gut geheißen werden. Dann gibt es immer Kritik, aber nennen wir jetzt zum Beispiel mal die integrierten Notfallzentren. Wenn die jetzt doch irgendwann mal kämen, wäre das so ein Element, Herr Hecken, wo Sie sagen würden, das sollte man vielleicht, wenn es irgendwann ein neues Vorhaben gibt, sollte man das zumindest überführen und vielleicht sogar noch zuspitzen im Sinne von, eigentlich braucht jede Klinik, die Notfallversorgung anbieten will, dann auch so ein INZ, damit man eben wirklich mal zu einer Steuerung kommt und die Leute nicht einfach woanders hingehen? Also ich komme ja heute schon nicht durch, wenn ich die bescheidene Forderung erhebe, dass ein Krankenhaus, das Notfallversorgung anbietet, zumindest die Voraussetzungen der Notfallstufe des GBA erfüllen muss. Das finden die Länder ja schon nicht prickelnd, weil sie dann sagen, dann haben wir ein großes Problem. INZ ist doch nicht neu. Wir haben doch heute über 600, wo es eben entsprechende Modelle gibt. Die Frage ist aber, muss ich da 365 Tage, 24/7, zwei, drei Typen nebeneinander sitzen haben, in den Zeiten, wo die Praxen auf sind, wo ich eigentlich mal in die Praxis gehen könnte, raten hilfsweise, wo ich dann hilfsweise auch ins Krankenhaus laufen kann, wo allgemeine Versorgung zur Verfügung steht, oder ist das ein sinnvolles Modell, und das ist die Basis der heutigen Modelle, dass ich das anbiete, Samstag, da kommen viele, die dann so sagen, jo, herzlichen Glückwunsch, mir fällt jetzt ein, dass ich irgendwie gesagt, Ohrenweh habe, also der berühmte Fropfen vor dem Tauchurlaub, wo die Patienten dann eben zuerst entweder über einen gemeinsamen Tresen oder zuerst in die KV-Praxis geschleust werden, und wenn die sagen, geht nicht, dann ab in Krankenhaus. Oder brauche ich das zur Nachtzeit? Oder wäre es da nicht besser, eine Kooperationsvereinbarung zu schließen und zu sagen, so, zu bestimmten Antragszeiten sind die Kassenärzte da, und in anderen Fällen, dann macht ihr es halt mit, auch wenn es ein ambulanter Fall ist, ob die dem jetzt ein Zäpfchen geben oder nicht. Das ist doch für die Welt so, egal wie der Sackreis in China, der, wenn er umfällt, für die Welternährungslage objektiv keine Bedeutung hat. So, das kannst du natürlich machen, aber es geht dann am Kern um diese Fälle, die dann jetzt hier krampfhaft in so einem INZ, ambulanter Teil, behandelt werden müssen oder in einer Kooperationspraxis, die eigentlich an dem Abend nicht behandlungsbedürftig sind. Und da haben wir unser Ersteinschätzungsinstrument, und da habe ich eben nochmal leidenschaftlich für geworben. Das ist validiert. Wir haben Anforderungen ans Personal gemacht. Dann steht da die Schwester Elsa oder der Pfleger Anton mit Qualifikation, validiert, so wie das heute an diesem Telefon gelingen soll. Dass am Telefon sagt der Lauterbach, die können das im Callcenter, kein Problem. Hier hast du noch einen Mensch davor stehen, da sagt der Lauterbach, der Mensch ist zu blöd, der kann das nicht. So, dann haben wir noch gesagt, wenn es kritisch ist, dann kommt noch der Doktor. Und wenn wir dann gemeinsam der Auffassung sind, dass der morgen früh zum Dr. Heinrich muss, weil es mehr als dieses bisschen ist, sondern weil 14 Liter Blut aus dem Trommelfell rauslaufen und der eben nur so viel Eimer hat, dass das bis zum nächsten Morgen reicht, dann hat er einen Termin morgen früh um 10 Uhr beim Dr. Heinrich, und da gehört er hin. Wer sitzt denn in diesem integrierten Notfallzentrum? Wir haben doch keine Notfallmediziner in dieser Zahl. Wenn du Pech hast, hast du einen Urologe da sitze. Wolfgang, dann haben wir einen Vorteil. Da kriegen wir die kleine Havelrundfahrt gemacht. Die brauchen wir aber an dem Tag nicht. So läuft das doch. Die ganze Freelancer-Kiste, die früher funktioniert hat, die ist kaputt gemacht worden durch die sozialversicherungsrechtlichen Anforderungen, so dass du heute eben nur im Prinzip einen hauptamtlichen Doktor dahinsetzen kannst, den du nicht hast. Und wenn der frei beruflich tätig ist wie Sie, dann können Sie morgens noch die Poppes zusammenkneifen, können so, ich habe da jetzt heute Nacht rumgelungert, war nichts zu tun. Ich mache die Praxis auf und behandle meinen Patienten ein bisschen missmutig, aber trotzdem mit der gebotenen Empathie. Wenn Sie ein angestellter Doktor sind, dann gilt das als Arbeitszeit. 10 Stunden, Klappe zu, Affe tot, und dann fahren Sie nach Hause, wenn eigentlich die Kranke behandelt werden müsse. Das ist doch Schwachsinn in Hochpotenz, und deshalb muss an der Stelle nachgebessert werden. Also
Wer muss wann wo was vorhalten? Und dann kann man da sehr gute Module übernehmen. Meine Stellungnahme war so, dass ich am Anfang gesagt habe, das ist erstens gut gemeint. Das ist ja schon mal gut, wenn ich sage, es ist gut gemeint. Es ist bezogen auf den Rettungsdienst, jetzt mal abgesehen von den Befindlichkeitsstörungen der Länder, auch gut gemacht, muss aber in dem Bereich der Umsetzung dann eben umgestellt werden. Sonst wird am Ende die Notfallversorgung zur Regelversorgung. Der Patient nimmt dann, boah, jo, entweder rufe ich die 116, 117, 112 an und ich sage es nochmal, die Typen, die im Krankenhaus aufschlagen, ich habe da keine Illusionen, die haben ja heute auch nicht vorher die 116, 117 angerufen oder die 112, sondern sind in vielen Fällen, wenn du samstags nachmittags mal in die Charité, in die Notaufnahme gehst, Leute, die gesagt haben, oh, heute habe ich Zeit, ich müsste jetzt eigentlich mal irgendwie, da muss ich zwar dann 4-5 Stunden sitzen, weil ich nach hinten reagiert werde, weil es erkennbar kein Notfall ist, aber wenn ich starke Nerven habe, dann werde ich behandelt und es rennt sowieso und dann Ende. Und dann werden die in der denkbar teuersten Versorgungsform, es geht hier auch um Effizienz, da haben wir eben drüber gesprochen, wo allein das Heizöl 30 Mal mehr wert ist, weil da ja der ganze Klumpatsch dranhängt, Charité, was da alles finanziert werden muss, da werden die in der teuersten Versorgungsform für triviale Dinge behandelt, selbst wenn das Klopapier nur einlagig ist. Ist das so unökonomisch und blockieren dann die Notaufnahme für die Fälle, die eigentlich behandlungsbedürftig sind. Deshalb sage ich, dass man so ein Gesetz braucht, ist okay. Ob die Länder das mitmachen, ist noch ein anderer Stell. Auf Vernunft der Länder kann man nicht immer hoffen. Aber das ist nun mal so in einem föderalen Gefüge. Die Strukturen brauchen wir, aber das hier ist ein bisschen viel. Mit Blick auf den Personalmangel, das hatte ich eben ausgeführt. Aber das ist nicht alles Mist. Also vor diesem Hintergrund sehe ich auch möglichen Konstellationen in relativer Gelassenheit entgegen. Ich habe ja auch mit den Kolleginnen und Kollegen der jetzigen Regierungskoalition gesprochen. Und wir waren uns, das sage ich jetzt mal, wenn man jetzt so ein bisschen frei reden kann, wir waren uns beispielsweise in diesen Gesprächen mit den Damen und Herren Abgeordneten der unterschiedlichen Fraktionen in der ein oder anderen Beurteilung der ein oder anderen gesetzgeberischen Maßnahme ziemlich einig. Ich nenne jetzt keine Namen und gucke auch keinen an, ich gucke da oben hin. Also vor dem Hintergrund, das braucht man natürlich. Ich will mal ganz kurz Ihr Werben aufnehmen dafür, die Richtlinie vielleicht jetzt doch noch für die Übergangszeit möglicherweise in Kraft zu bringen. Herr Bartelt, wäre das was, wo Sie sich auch für einsetzen könnten, dass man für die Zwischenzeit, bis es irgendwann mal wieder eine Notfallreform gibt, denn wenigstens die GBA-Richtlinie vielleicht in Kraft bringt? Ja, ich habe ja vorhin schon mal zu Herrn Zöller geguckt und ich werde auch mit Herrn Sorge vielleicht im Nachgang des heutigen Tages nochmal ein Gespräch suchen. Also insofern wollen wir mal schauen. Andrew ist jetzt auch mittlerweile angekommen, insofern das müssen wir natürlich auch untereinander noch abklären. Vielleicht wird es dann dadurch. Ja, aber da fehlt ja trotzdem noch was. Natürlich, diese Richtlinie ist ja völlig richtig, das funktioniert auch. Haben wir in Hamburg am Marienkrankenhaus ausprobiert, das funktioniert alles ganz gut. Aber es fehlt eins, wenn wir INZs haben, die nach dieser Richtlinie dann auch arbeiten, dann müssen wir, Hamburg hat 42 Krankenhäuser, davon 21 zur Notfallversorgung zugelassen. Wir brauchen vielleicht 4 Krankenhäuser in Hamburg mit INZ und so einem Ersteinschätzungsverfahren. Dann müssen wir bitte schön aber den anderen 17 sagen, entweder machst du deine Notaufnahme zu oder wir zahlen nichts. Und auch nicht für die Patienten, die ihr dann zwangsweise aufgenommen habt. Denn ich weiß genau, dass da Krankenhäuser dabei sein werden, die werden die Notaufnahme auch ohne jede Bezahlung weiter betreiben, nur um die Betten zu füllen. Also wenn wir den Effekt erzielen wollen, dann müssen wir da aber auch den Riegel vorschieben und sagen, wenn du da einen aufnimmst, dann kannst du den gerne behalten. Ist dann Altruismus, den ich ansonsten in Afrika auslebe. Frau Baradari, Sie nicken. Würden Sie es genauso sehen, dass man es einfach dann auch so streng handhabt, dann klappt es auch? Also Thema Afrika, warten wir mal ab, wie es in 30, 40 Jahren sein wird. Ja, da wird vielleicht müssen wir einiges von anderen Ländern abschauen. Deswegen das Letzte würde ich mal so stehen lassen. Seien Sie mir nicht böse. Gut, aber dann, wenn Sie sagen, das Missverständnis ist in Ordnung. Also die Kritik an INZ, die teile ich, was Herr Hecken gesagt hat. Man muss der Realität ins Auge schauen. So viel Personal haben wir nicht, gerade auch im Bereich der Kinder- und Jugendmediziner. Man muss auch gucken, ist etwas umsetzbar oder nicht. Aber es gibt
gewisse gute Punkte und die sollten wir dann, finde ich, auch herausnehmen und dann schauen, ob wir wirklich in der Mitte einen demokratischen Konsens darüber finden können. Da werden sicherlich hoffentlich auch dann, wenn jetzt nicht bis zu den Neuwahlen, aber danach oder dazwischen Gespräche geführt werden. Eins ist aber klar, wir brauchen da eine Reform, das ist das eine. Wissen Sie, ich bin selbst Mitglied einer Selbstverwaltung, der Kassenärztlichen Verwaltung Westfalen-Lippe. Ich bin auch der Meinung, da sollten die Politik möglichst sich außen vor halten, aber man muss auch selbstkritisch sagen, dass auch da nicht alles rund läuft. So, das muss man auch an der Stelle sagen und da haben auch die Kassenärztlichen Vereinigungen eine große Verantwortung. Na, und da kann ich auch nur sagen, auch da muss aufgeräumt werden. Ich kann es von Westfalen-Lippe sagen, wo tatsächlich auch zum Beispiel unsere Beiträge veruntreut worden sind mit irgendwelchen Immobilienspekulationen. So, das auch mal hierzu. Telemedizin, wissen Sie, die Voraussetzung war erstmal, überall sollte in Deutschland eine Internetgeschwindigkeit von 30 Mbits herrschen. Dann haben wir gesagt, 50 Mbits und jetzt gehen wir höher. Und bei aller Kritik muss ich sagen, bei so viel Stillstand, und da waren wir auch mit beteiligt, in den wirklich 16 Jahren vor dieser Legislatur haben wir Dinge richtig angepackt. Und da hat auch Herr Wissing vieles angepackt, gerade was halt eben Digitalisierung angeht. Auch wenn jetzt die Koalition zerbrochen ist, diese guten Sachen muss man auch mal sagen. Und man muss auch mal sagen, die Digitalisierung in der Medizin, das trägt die Unterschrift des jetzigen Gesundheitsministers. Auch das muss man mal sagen. Also machen wir uns hier ehrlich. Klar, dass die Opposition nicht alles gut findet, aber man sollte auch sagen, was gut ist. Wenn wir nur noch mit populistischen Sprüchen um uns werfen, hilft das uns keiner Weise. Und entschuldigen Sie bitte, Herr Heinrich, selbstverständlich wird unser Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland nicht 8 Monate lang so eine Hängepartie machen. Dafür stehen wir vor großen Herausforderungen, wo auch ein Donald Trump in das Weiße Haus eingezogen sind, wo wir vor riesigen geopolitischen Herausforderungen stehen. Also da denke ich, trauen Sie uns, unserem Bundeskanzler, mehr Verantwortung auch zu. Ich aber tue das. Entschuldigung, was heißt das genau? Ist dann doch früher Neuwahl? Es wird nächste Woche eine Regierungserklärung geben am Mittwoch und die müssen wir abwarten. Okay, jetzt Herr Heinrich. Ja gut, die 8 Monate hatte ich ja nur ausgerechnet aufgrund dessen, was der Bundeskanzler bisher gesagt hat. Wenn sich das ändert, soll es mir ja recht sein, das käme ja meiner Aufforderung eines schnellen Wechsels ja sehr entgegen. Aber ein Wort noch mal zu den Kassenärztlichen Vereinigungen. Ich war ja 10 Jahre lang Vorsitzender der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg. Man kann natürlich immer an einzelnen Fehlverhalten von einzelnen Akteuren das ganze System bashen. Dann würde ich jetzt sagen, kann ich auch jetzt mich hinstellen und sagen, fragen, warum kriegt der Vorstandsvorsitzende von Eli Lilly einen Termin im Bundeskanzleramt und warum wird das dann vermischt mit dem Bau einer Fabrik in Rheinland-Pfalz war es. Also man kann solche Dinge immer, einzelnes Fehlverhalten hier aufbauschen und das ganze System damit diskreditieren. Das ist doch nicht so. Natürlich macht Selbstverwaltung auch Fehler, Selbstverwaltung ist auch nicht schnell, Selbstverwaltung ist mühsam, aber diese Selbstverwaltung hat doch zu diesem hervorragenden Gesundheitssystem erst geführt. Und nur deshalb haben wir in Deutschland diesen leichten Zugang zu Haus- und Fachärzten, wie wenn uns die ganze Welt beneidet. Das ist die Selbstverwaltung, die es gemacht hat. Und deswegen, glaube ich, ist das unangemessen, nur aufgrund eines Menschen, der irgendwelche Fehlinvestitionen getätigt hat, jetzt das ganze System in Frage zu stellen. Ja, also, genau, werfen wir noch mal ein bisschen einen Blick weiter in die Zukunft. Jetzt haben wir über Steuerung gesprochen, jetzt mal angenommen, da finden sich Lösungen und da gibt es irgendwie Regelungen, die das alles verbessern und so weiter. Dann gibt es natürlich trotzdem noch einige Baustellen, wo vielleicht Sie alle in den Praxen auch sagen, Mensch, eigentlich wäre es hilfreich, wenn wir nicht nur wüssten, dass unsere Energie vielleicht zielgerichteter eingesetzt wird, sondern es braucht sicherlich auch noch ein bisschen mehr. Und jetzt haben wir zum Beispiel das GVSG gehabt, das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, das jetzt in der Luft irgendwo hängt und das, wo es ja auch Kritik gab, dass es vielleicht gute Ansätze hatte, aber eigentlich auch nicht alles erreicht hat, was man sich denn gewünscht hätte, Stichwort Entbudgetierung, für wen denn eigentlich zum Beispiel. Gleichzeitig bei der Krankenhausreform, bei der es ja immer noch einen Beschluss im Bundestag gab, zuletzt über die Änderungsanträge hat sich ja doch auch noch mal einiges angestaut, was durchaus für die ambulante Versorgung auch was verändern wird, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ich versuche es neutral zu formulieren. Insofern gibt es natürlich schon auch den Vorwurf, Herr Bartelt, so ein bisschen auch an die FDP sicherlich, ob in diesem Gesamtbild, was vielleicht für die ambulante Versorgung jetzt entstanden ist,
ob Sie da eigentlich genug dafür getan haben, dass es besser wird, oder ob Sie da nicht hätten mehr tun können jetzt in der Gesamtheit? Ja gut, das ist jetzt auch postmortale Klugscheißerei, aber insofern, Entschuldigung, den Kraftausdruck, aber natürlich hätten wir da mehr tun können und auch mehr tun müssen, weil das ist normalerweise unsere Agenda. Das gebe ich ganz ehrlich zu, und ich stimme übrigens sowohl Herr Heggen als auch Herr Heinrich zu. Wir haben einen Gesundheitsminister, der eine eigene Agenda hat tatsächlich, die ambulante Versorgung nicht nur nicht auf dem Schirm hat, sondern auch diskreditiert oder diskriminiert, haben Sie vorhin gesagt. Also insofern, ja, in der Richtung muss zukünftig auf jeden Fall mehr passieren. Ich habe das vorhin schon zum Ausdruck gebracht, ich bin ja Teil dieser ambulanten Versorgung auch selber. Also insofern, es ist das Rückgrat unseres Versorgungssystems, unseres Gesundheitssystems, und es ist die weitaus günstigere Variante als die stationäre Versorgung. Insofern müssen wir da weiter stärken, und da müssen wir ansetzen. Müssen wir uns auch zukünftig mehr auf die Fahnen schreiben. Definitiv. Genau, das wollte ich jetzt gerade noch mal fragen. Also Sie hätten ja jetzt auch so ein bisschen die Gelegenheit zu sagen, Mensch, wir gucken mal, was haben wir denn so gemacht als Partei und als Fraktion, und was wollen wir denn eigentlich besser machen in Zukunft? Angenommen, Sie hätten noch mal die Gelegenheit, oder was Sie vielleicht auch, konnten Sie auch aus der Opposition heraus vielleicht einiges anstoßen. Was nehmen Sie denn als Learnings mit, was Sie in Zukunft als Partei vielleicht anders machen würden, mit Blick natürlich auf die ambulante Versorgung? Also grundsätzlich sie weiter zu stärken, also insofern den Fokus mehr da in diese Richtung zu setzen, das werden wir definitiv tun. Und wie gesagt, ich hoffe tatsächlich, dass wir das nicht in der Opposition machen, sondern tatsächlich in Regierungsverantwortung, weil nur so können wir irgendwas umsetzen, was wir wollen. Und am besten können wir das natürlich, wenn wir die absolute Mehrheit haben. Dann bräuchten Sie sich keine Sorgen darüber machen, dass es mit der ambulanten Versorgung vorangeht. Also insofern, ja, im Zweifel nehmen wir auch die CDU mit dazu, also ein bisschen als kleineren Partner, dann können wir das bestimmen, das passt schon. Also insofern, wenn Sie nach meinen Wünschen und Vorstellungen fragen, dann würde ich das äußern. Dann brauchen wir ein dementsprechendes Wahlergebnis, um das auch 1:1 umsetzen zu können. Also Sie wissen selber, in der Konstellation, in der wir waren, war das einfach mal schwierig. Ja, aber trotzdem vielleicht nochmal die Frage an Sie konkret, was Sie besser machen würden. Also gerne auch, vielleicht haben Sie selber persönlich Learnings, aber was Sie als Partei auch anders machen würden beim nächsten Mal. Also ich persönlich grundsätzlich, wie gesagt, ich hatte das vorhin schon mal kurz angeteasert, mir geht es persönlich vor allem darum, die Stärkung der ambulanten Versorgung, indem wir uns von Bürokratie und administrativem Schwachsinn entlasten. Dass wir tatsächlich mehr Zeit wieder haben für Sprechstunde, für sprechende Medizin, dass das honoriert wird, dass wir die Patienten dementsprechend leiten können und dass es nicht immer noch Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Dass wir also tatsächlich in der Ausübung des freien Berufes auch wirklich frei und nicht reglementiert sind. Also genau diese Stärkung der freien Berufe, das ist tatsächlich etwas, was mir da ganz besonders am Herzen liegt. Verstehe ich als andere Priorisierung praktisch. Jetzt, Frau Baradari, würde ich die Frage Ihnen gerne auch nochmal stellen. Sie haben ja jetzt erlebt, dass es durchaus auch große Kritik am Gesundheitsminister und an den Vorhaben gab der vergangenen Monate und auch an der Ausgestaltung der Gesetzesvorhaben. Wenn Sie das alles jetzt nochmal so auf sich haben wirken lassen, was würden Sie sagen jetzt in der nächsten Legislaturperiode, wenn Sie wieder im Bundestag sind, wo auch immer, Opposition, Regierungsverantwortung, was würde die SPD dann anders machen? Ja gut, das kann ich jetzt nur aus meiner Warte halt eben sagen und auch entsprechende Empfehlungen geben. Also hausarztzentrierte Versorgung, was wir zum Beispiel auch aus dem pädiatrischen Bereich kennen, ist wirklich ein guter Ansatz. Und gerade auch, um die sprechende Medizin zu stärken, damit es auch nicht einen Doktor-Hopping gibt, darum geht es ja halt eben, weil wir haben mehr Patienten, also nicht mehr Krankheiten unbedingt, aber mehr Patienten, die dann vielleicht durch 5 Minuten mehr Zeit, den der Hausarzt sich nehmen kann, dann noch einen Facharzt und noch einen Facharzt aufsuchen. Also da braucht es, denke ich, eine Regulierung im Sinne der Patientinnen und Patienten und im Sinne der hausärztlichen zentrierten Versorgung. Also in der Richtung würde ich da tatsächlich auch das favorisieren wollen. Trotz aller Unkenrufe muss ich sagen, im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit, da gibt es noch jede Menge zu tun. Aber auch da haben wir zum Beispiel die Entbudgetierung erreicht. Das darf man auch mal positiv herausstellen. Die haben wir als erstes herausgenommen, was halt eben die Krankenhausreform angeht, und haben die zuerst auch mit entsprechenden finanziell ausgestattet, dass da noch viel mehr gemacht werden muss. Keine Frage. Aber genau die haben wir gemacht. Oder was auch die Corona-bedingt erkrankten Kinder und Jugendliche angeht, dass wir in diesem Bereich mehr Forschungsgelder zur Verfügung gestellt haben. Und ich muss sagen, eins hat unser Minister nicht gemacht und unsere Kolleginnen und Kollegen, die waren nicht an irgendwelchen Maskendeals beteiligt. Das möchte ich auch nochmal hier stark unterstreichen, weil das ja eben mit Vergesslichkeit und so weiter kam. Letzte Sache, ja, selbstverständlich gibt es auch im Bundeskanzleramt Treffen mit Pharmaunternehmen.
Das machen wir ja auch als Bundestagsabgeordnete. Wir brauchen uns nicht zu echauffieren, wenn es im Winter basale Medikamente nicht gibt. Deswegen brauchen wir einen Produktionsstandort, Pharmastandort in Deutschland bzw. in der Europäischen Union. Und das wollen wir auch ins Land holen. Wie soll es denn sonst bitte schön gehen? Also daher, die Kritiken kann ich so nicht nachvollziehen. Ich bin selber ambulant tätige Kinderärztin im geringen Umfang und unterstütze natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen und bin auch froh, wenn sie dann ihre Forderungen an mich herantragen. Die versuche ich dann in meiner parlamentarischen Arbeit so gut wie möglich auch unterzubringen. Aber nochmal meine Forderung, unsere Selbstverwaltungen müssen besser werden und selbstbewusster auftreten und auch mit der Politik so dementsprechend auch sprechen. Vielen Dank. Okay, Herr Sorge jetzt zuerst, dann Herr Hecken. Ja, im Grunde ist ja gefragt worden, was würden wir oder beziehungsweise die beiden anders machen, und als Union haben wir vielleicht auch die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle in der nächsten Legislatur was zu gestalten. Nein, im Ernst, wichtig wäre erstmal diese ganze Frustration, die ich wahrnehme im Gesundheitssystem, egal mit wem man spricht, dass man das auflöst. Und insofern, glaube ich, geht es da auch erstmal um Aufatmen. Also ich würde die Kommunikation natürlich verbessern. Es geht eben nicht, dass man sagt, als Minister habe ich eine Hidden Agenda, dann mache ich mal ein paar Pseudo-Gespräche und dann ziehe ich trotzdem das durch, was ich vorhabe. Und das ist ja auch die Erfahrung, die wir als Opposition in den letzten Jahren auch im Gesundheitsausschuss gemacht haben, dass bei vielen sinnvollen Dingen da keinerlei Bewegung war. Und das ging ja den Akteuren im System auch so. Zweiter Punkt ist Stärkung Freiberuflichkeit. Das sage ich bin selbst Freiberufler. Wir können ja heilfroh sein als Politik, dass wir nicht nur Freiberufler im Land haben, sondern dass wir auch eine Selbstverwaltung haben. Und da will ich jetzt niemanden Honig um den Bart schmieren, aber wir sehen das ja gerade bei politischen Diskussionen, dass es manchmal extrem gut ist, dass wir den GBA mit Josef Hecken haben, dass wir auch andere Selbstverwaltungsakteure haben, wo man in Anführungsstrichen nicht Verantwortung abschieben kann, aber wo zumindest die Diskussionen anders laufen, als sie politisch laufen würden. Und Sie haben das ja jetzt, Sie haben einen kleinen Vorgeschmack bekommen oder so. Ich meine, da werden dann Dinge vermischt. Ich will jetzt gar nicht auf diese Masken-Geschichte wieder eingehen. Das ist einfach nur noch lächerlich für diejenigen, die es betroffen hat. Aber mir geht es eher darum, dass man im System auch wieder ernsthafter miteinander spricht. Und man kann ja bei vielen Dingen auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber man muss sich dann zum Schluss zumindest in Gesprächsformaten auf Kompromisse einigen können. Und wenn das in der nächsten Legislatur funktioniert, ich bin da sehr, sehr optimistisch, insbesondere wenn wir eine Regierung anführen, dann werden wir sicherlich auch ganz andere Diskussionen haben. Okay, versprechen. Herr Hecken, bitte. Ja, ich will nur eine Anmerkung machen, Frau Baratara. Wir kommunizieren ja immer sehr eng und wir haben auch persönlich überhaupt kein Problem miteinander. Aber was mich schon ein bisschen erstaunt, ist auch, wenn Sie das jetzt sagen, ja, man muss miteinander sprechen und deshalb ist das überhaupt kein Problem, was da mit Lilly passiert ist. Ich will jetzt hier wirklich kein Pharma-Bashing machen. Aber früher war es üblich, da kam der Pharmavertreter in die Praxis, der hat eben ein paar Musterpackungen dagelassen. Das war dann ein Compliance-Problem. Dann hat er ihnen Kaffee dagelassen für Sprechstundenpersonal. Das war dann ein Compliance-Problem. Dann hat man Kongresse, Fortbildungskongresse gemacht. Ist mittlerweile auch ein Problem. Wenn ein einzelnes Pharmaunternehmen sagt, ich hätte gerne vertrauliche Erstattungsbeträge, und das kombiniert wird mit einer Ansiedlungsentscheidung, dann hat das für mich schon irgendwie ein Geschmäckle, zumal der federführende Bundesminister in den letzten Jahren immer flammende Reden dagegen gehalten hat und der, ich glaube, seit gestern amtierende neue Bundesminister der Finanzen und vormalige Staatssekretär und Sonderbeauftragte des Herrn Bundeskanzlers, Herr Staatssekretär Kukies, gesagt hat, naja, da kann man ja ein bisschen flexibel sein und was interessiert mich dieses Geplärre im Gesundheitswesen? Die Vertraulichkeit der Erstattungsbeträge hätte hunderte von Millionen gekostet, weil dann keine Wirtschaftlichkeitsprüfung bei diesen hochteuren Medikamenten hättest machen können. Das ist nicht so irgendwas, man muss miteinander sprechen. Und die Ansiedlung, da bin ich glücklich drüber. Die Ansiedlung in Mainz oder in Bingen oder in Ingelheim dient aber zur Herstellung von Wegovy. Bei Wegovy als für Diabetes eingesetztes Medikament mit der halben Wirkstoffe haben wir im Augenblick Lieferengpässe,
weil das Zeugs in doppelter Applikation zum vierfachen Preis den Leuten reingeknallt wird zur Gewichtsreduktion. Und dass das hier Privatrezept, so läuft das ja, und die Privatrezepte werden jetzt ja kontrolliert. Und hier wird jetzt, und das nehme ich nur wahr, und das will ich einfach so sagen, und das sind so Sachen, wo ich langsam so ein bisschen schlechtes Gefühl kriege, jetzt nehme ich wahr, dass von allen Seiten gesagt wird, wenn nicht innerhalb von einem halben Jahr Wegovy ab Body Mass Index 30 zur Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung wird, dann wird Deutschland sterben. Und da sind wir wieder bei der Prävention. Wo ich mit leben könnte, wäre, wenn jemand sagen würde, okay, es gibt Leute, da ist das so, da, die kriegst du ohne Medikamente nicht hin, gerade bei Kindern. Mir haben Kinderärzte erzählt und auch Orthopäden, du hast so ein Kind in einem bestimmten Alter, da siehst du, das liegt so und so viel Prozent über dem Score, dann kannst du ganz automatisch sehen, das wird weiterlaufen, da nützt auch Ton nichts und dann nützt gar nichts. Hier zu definieren, was sind adäquate Behandlungsfälle im Rahmen einer Ausnahmeregelung über den 34, das ist okay, das ist auch medizinisch indiziert. Aber jetzt durch die Gegend zu laufen, das ist zufälligerweise auch die gleiche Firma neben Novo Nordisk, die da rumrenne, über Umgehungsstrategien, indem man es für die KHK zulässt. Jetzt habe ich einen Antrag Fettleber, beurteile ich jetzt. Jetzt letztens hat Herr Lauterbach öffentlich verkündet, vorgestern Abend, ich bin vom Chaiselong gefallen, als ich das gehört habe. Es kann auch Demenz nach hinten schieben. Wegovy schiebt Demenz nach hinten. Klar, wenn ich dünneres Blut habe, wenn da nicht so viel Fette drin sind, wenn das alles ist, dann habe ich natürlich auch weniger im Kopf, also weniger Fett, weniger Ablagerungen, nicht weniger Intelligenz. Jetzt wird hier die Schiene auch noch die ultimative Keule, wir bekämpfen die Demenz da, mit mal jedem dann Wegovy geben können, gefahren. Und da sind wir wieder beim gesunden Herzgesetz und da kommt bei mir mittlerweile der Brechreiz raus. Das Zeugs kostet ein Schweinegeld. Das Geld, was wir da ausgeben für Leute, die es nicht brauchen, das sollten wir doch ausgeben für die teuren innovativen Medikamente bei den Menschen, die ich vom palliativen Setting in ein kuratives Setting bringen kann. Und jetzt höre ich aber auch mit der Flapsigkeit. Ich sag in meinen flapsigen Reden, heute haben Sie mich ja ausgesprochen ernsthaft erlebt, immer, das kann man ja machen, ist ganz einfach. Wenn die Leute bei McDoof stehen, also McDonald's, wo Trump ausgeholfen hat, und bestellen sich den doppelten Burger mit doppelten Fritten rot-weiß, also Schranke, sagt man im Ruhrgebiet, dann kommt automatisch, wenn du die Kreditkarte da reinschiebst, der Fertigpin mit freundlicher Empfehlung ihrer allgemeinen Ortskrankenkasse, dann kannst du den Burger reinziehen, dann spritzt du dich, kannst du kotzen gehen, bleibst du dünn. Das ist doch keine Gesundheitspolitik. Wenn ich sage, ich habe einen, der hat, sage ich mal, 35 BMI, bis dahin kann man noch was machen, danach ist es langsam zu spät, und der hat noch 2, 3 Komorbiditäten, yo, können wir drüber diskutieren, überhaupt kein Problem. Da müssen wir uns aber auch über den Preis unterhalten. Mir hat sich bis heute nicht erschlossen, wieso die doppelte Menge des gleichen alten Wirkstoffs in dem gleichen Fertigpen nur mit einer anderen Verpackung und einem anderen Namen um den Faktor 10 teurer ist als die ausgelutschte Diabetes-Medikation. Und das sind auch Diskussionen, die wir irgendwann mal führen müssen, dass man sagt, so, bis wohin lassen wir uns das gefallen? Ja, also ein Thema auf jeden Fall mit Aufregerfaktor, kann man nicht anders sagen. Ich will trotzdem noch mal ein kleines bisschen zurück auf ein anderes Gesetzesvorhaben, nämlich auf die Bedingungen natürlich in der ambulanten Versorgung zurück. Das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, ich glaube, der Hausärzteverband hat es mal gesagt, das wäre so eins der Hauptpläne, Hauptvorhaben, Veränderungen der vergangenen 10 Jahre, wenn nicht sogar mehr noch, ich erinnere mich. Jetzt sieht es ein bisschen schwierig aus mit diesem Vorhaben, aber vielleicht der Sorge, würden die denn vielleicht in einer neuen Bundesregierung dieses oder ein ähnliches Gesetz nochmal versucht, etwas anders aufzuerlegen oder anders damit umzugehen, damit es vielleicht in anderer Form doch noch kommt, eine Art Stärkungsgesetz?
Ja, im Grunde natürlich. Also der Vorteil ist ja, dass wir in der nächsten Legislatur nicht von null anfangen müssen. Also auch beim GVSG als Beispiel war es ja auch so, dass da viele gute Dinge zumindest im Vorfeld auch kommuniziert worden sind. Aber das, was zum Schluss vorgelegt worden ist als Gesetzentwurf, war ja im Grunde ein total entkerntes Gesetz. Und wir diskutieren dann im Grunde über ein entkerntes Gesetz, was an vielen Stellen nicht so zielführend ist, aber über die wirklichen Dinge, die vorher teilweise drin standen, wird ja gar nicht mehr gesprochen. Und deshalb wird es in der nächsten Legislatur dann auch darum gehen, diese Sachen wieder mit reinzunehmen. Auch das ganze Thema Entbudgetierung müssen wir besprechen, also wo dann auch teilweise inkonsistente Vorschläge gemacht werden. Wenn ich dann eben sage, ich möchte entbudgetieren, dann kann ich das nicht sprunghaft machen und sage, ich nehme halt nur die Hausärzte oder die Kinderärzte. Die anderen fragen dann zu Recht, warum bei uns nicht, sondern dann muss man diese Debatte auch mal strukturierter führen. Und beim GVSG, also wir werden ja dieses Gesetz oder zumindest Teile dieses Gesetzes in der nächsten Legislatur auch diskutieren, weil es geht um die Stärkung der ambulanten Versorgung. Das geht überhaupt nicht um die Frage des Ob, sondern es geht eher um die Frage des Wie. Und das ist ja das, was immer vermischt wird in der Diskussion, auch in den letzten Jahren, dass dann immer so getan wurde, wenn konstruktive Gegenvorschläge kamen, als sei die Union jetzt gegen dieses Gesetz. Die Union ist auch nicht gegen eine Krankenhausreform, aber man muss doch darüber sprechen können, wenn man inhaltlich anderer Meinung ist, ohne dass einem dann gleich wieder vorgeworfen wird, man nehme sehenden Auges eine Patienten oder eine Verschlechterung der Patientenversorgung in Kauf. Also ich glaube, da müssen wir wegkommen davon. Und insofern ist der Vorteil für die nächste Legislatur, dass wir bei etlichen Gesetzesvorhaben, die jetzt in der Schwebe hängen, ja dann nicht von null anfangen. Aber wir werden natürlich mit einer ganz anderen mit einer ganz anderen Entscheidungsfindungskultur umgehen, damit eben nicht der Eindruck entsteht, jetzt wird wieder alles komplett anders gemacht und jetzt fängt man wieder bei null an, sondern wir verständigen uns dann eben auf die Punkte, die sinnvoll sind. Und da bin ich auch jemand, da sage ich ganz offen, es muss nicht immer das Riesengesetz sein, was quasi von Anfang bis Ende alles sofort komplett regelt. Das ist ja so eine deutsche Eigenart, dass wir in vielen Bereichen immer meinen, wir kreisen jetzt lange um uns selbst, wir führen ellenlange Diskussionen und dann haben wir 120%ig, zumindest behauptet von denjenigen, die Mehrheit haben, ein Gesetz, was alles verbessert. Wir müssen dazu kommen, auch an vielen kleineren Stellen zu sagen, wir machen eben schnell Dinge, wo wir merken, da gibt es eine Schieflage im System und dass man quasi iterativ auch nachjustiert. Und wenn wir das hinbekommen, das ist auch der Anspruch, den ich persönlich habe, dann ist uns viel geholfen, weil dann haben wir natürlich auch häufig nicht so die extrem emotionalen Debatten, weil viele sagen, na ja, das Gesetz muss jetzt kommen, weil wenn das Gesetz nicht kommt, dann passiert dies oder jenes und deshalb müsst ihr so und so viel saure oder komische Kröten schlucken. Und insofern denke ich, da werden wir schon eine Verbesserung hinbekommen und auch in dem Bereich GVSG wird da einiges passieren müssen. Herr Heinrich, haben Sie Hoffnung, dass sich vielleicht in der kommenden Legislatur an einem Gesetzesvorhaben wie dem GVSG noch so viel drehen lässt, dass es am Ende wirklich ein gutes Gesetz werden könnte? Ich darf, bevor Sie antworten, ganz kurz nochmal den Hinweis geben an dieser Stelle schon mal, dass wir gleich auch die Runde gerne öffnen für Ihre Fragen und Anregungen. Insofern, wenn Sie möchten, könnten Sie so langsam schon zu einem der beiden Mikrofone kommen. Wenn Sie nicht so gut aufstehen können, melden Sie sich, dann kommt sonst auch jemand mit Mikrofon zu Ihnen. Aber wenn Sie möchten, könnten Sie so langsam schon mal kommen. Aber jetzt natürlich Herr Heinrich. Selbstverständlich haben wir die Hoffnung, sonst würden wir hier nicht mehr sitzen, sondern wären alle längst im Ausland. Also, wir machen ja heute Nachmittag ein neues Grundsatzprogramm. Grundzüge davon hat Josef Hecken schon in seine Rede eingebaut. Und das kann jede Regierung abschreiben und dann passt's. Ich glaube, Herr Ullmann hat gerade noch mal neugierig geguckt, was er da abschreiben soll und was er da vielleicht machen kann. Ich habe nur Sorge für Plagiatsvorwürfen, deshalb habe ich gerade geguckt. Aber ich glaube, da haben Sie ja jetzt praktisch Freigabe. Insofern könnte das ja funktionieren. Wir verzichten dann auf jedes Rechtsmittel. Frau Baradari, würden Sie denn so ein Gesetzesvorhaben durchaus auch noch mal unterstützen, wenn es in anderer Form käme? Weil auch Sie haben ja jetzt mitgekriegt, Mensch, da ist die Zufriedenheit noch nicht so ganz so groß. Und gerade im ambulanten Bereich, wo wir eigentlich jeden Kollegen, jede Kollegin brauchen, wäre es natürlich gut, wenn man dann eben auch was hätte, was wirklich was verbessert. Könnten Sie sich auch da vorstellen, dass so ein Neuanlauf nochmal wirklich Verbesserungen bringen könnte? Wären Sie da offen? Also ich bin immer offen für Verbesserungen. Die müssen natürlich argumentativ unterfuttert werden und das muss pragmatisch und praktikabel sein.
Wir sind es, die gesagt haben, wir wollen die Entbudgetierung für Hausärzte. Das möchte ich hier auch nochmal unterstreichen. Und wir wollen natürlich auch die Fachärzte da mitnehmen. Das ist die SPD-geführte, das SPD-geführte Bundesgesundheitsministerium gewesen. Und das möchte ich nochmal unterstreichen. Und Herr Sorge, ich lade Sie ein oder andere, die demokratischen Kolleginnen und Kollegen, dann lassen Sie uns doch in einer, wie auch immer, neuen Konstellation genau diesen Punkt auch nehmen. Wir stehen zu der Entbudgetierung der Hausärzte. Aber nur der Hausärzte. Ja, aber Frau Baranglavi. Im ersten Schritt, habe ich eben gerade gesagt, im nächsten Schritt auch gerne der Fachärzte. Und natürlich kann man sagen, wir wollen jetzt die große Lösung, 100%. Die Entbudgetierung der Kinderärzte war ein erster Schritt. Dem müssen noch folgende kommen. Jetzt Herr Heinrich. Also müssen wir doch mal der geschichtlichen Wahrheit die Ehre geben. Herr Lauterbach hat mit uns gar nicht gesprochen, bis wir dann den großen Streik über Weihnachten dann veranstaltet haben. Und dann rief er an und sagte, jetzt müssen wir doch mal reden. Also es bedurfte schon erhebliches Druckes, um am 9.1. dann bei diesem Gespräch, wie Herr Hecken gesagt, am Katzentisch sitzen zu dürfen. Nachdem hinter den Kulissen schon alles, was für die Hausärzte wichtig war, besprochen worden war. Dann gab es eine Zusage, dass etwas kommen würde. Auf die Erfüllung dieser Zusage warten wir bis heute, was die Fachärzte anbelangt. Also mit Verlaub, also das ist so nicht gewesen und das hatten Sie nicht auf dem Schirm. Das wollten Sie eigentlich auch nicht als SPD-Fraktion. Wir haben Sie dann zu Gesprächen quasi gezwungen. Dann hat man Zusagen gegeben und die haben Sie nicht eingehalten. Das ist Fakt. Und die Entbudgetierung der Hausärzte stand von Anfang an im Koalitionsvertrag und jetzt ist Jahr 3 schon fast rum. Hätten Sie längst umsetzen können. Warum haben Sie es nicht gemacht? Was hat Sie gehindert daran, im ersten Jahr das umzusetzen? Was Sie gemacht haben im ersten Jahr, erstmal allen Fachärzten Geld weggenommen, indem Sie Neupatientenregelungen gestrichen haben, ohne jeden Beweis, mit herbeigelogenen, sage ich jetzt an der Stelle wirklich ausdrücklich, angeblichen Nicht-Erfüllung dessen, was die Neupatientenregelung bringen sollte, obwohl das Zentralinstitut mit Herrn Schön-Schilfried bewiesen hat, dass es genau das erfüllt hat, was die Regelung, die Herr Lauterbach übrigens mal selbst erfunden hatte und in dieses Gesetz hinein haben wollte, das haben sie uns erstmal weggenommen. Dadurch haben sie uns erstmal 450 Millionen den Fachärzten aus der Tasche genommen. Das ist doch die historische Wahrheit. Und dann haben sie nicht mehr mit uns geredet. Dann haben wir gestreikt und dann haben sie endlich einmal gesagt, wir reden mal mit der anderen. So ist das gewesen, das ist genau das, was Ihr Minister gemacht hat. Und bei der Wahrheit müssen wir mal bleiben. Also ich muss hier sagen, Ihre Art von Bashing finde ich jetzt wirklich etwas unterirdisch. Erstens bin ich Parlamentarierin hier und nicht Regierungsmitglied. Das sollten Sie mal zur Kenntnis nehmen. Und mit mir haben Sie auch gesprochen und es sind viele Gespräche, um solche Sachen auf den Weg zu bringen. Und ich betone es nochmal, im Bereich der Pädiatrie haben wir das sehr schnell umgesetzt. Und im Koalitionsvertrag stand es auch, das wissen Sie halt eben genauso wie ich, dass es jetzt etwas länger gedauert hat und dass jetzt zum Bruch gekommen ist, das bedauere ich, da gebe ich Ihnen recht, aber mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen, ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Ich sage Ihnen nur, als Gesundheitspolitikerin würde ich in einer neuen Konstellation weiter dafür kämpfen. Ich gebe Ihnen ja im einen recht, Frau Baradari, dass Sie als Parlamentarier wenig Rolle gespielt haben bei dem Minister, da gebe ich Ihnen recht. Sie waren, das meine ich jetzt nicht böse. Nein, Sie haben sich tatsächlich in Gesprächen da positiv geäußert und alles, aber Sie haben sich dann Ihrem Minister ganz offensichtlich, denn das sind ja die Tatsachen, die wir vor uns liegen haben. Ich habe mich in meinem Bereich der Berichterstattung mit allen, fast allen Sachen durchgesetzt. Mir brauchen Sie hier persönlich nichts zu sagen. Das will ich auch mal ganz klar an dieser Stelle sagen. Berichterstattung Kinder- und Jugendgesundheit habe ich jede Menge durchgesetzt. Herr Hecken nickt auch jetzt mit dem Kopf. Wenn Sie persönlich werden, dann sollten Sie sich genau erkundigen. Ich habe nicht Sie persönlich, ich habe gesagt, die Parlamentarier. Da müssen Sie genau zuhören. Okay, wir haben jetzt zwei Fragen. Ich glaube, da vorne zuerst. Möchten Sie zuerst? Ja, ich glaube, die Dame war zuerst. Mögen Sie sich gerade auch für die Zuschauer an den Bildschirmen noch einmal ganz kurz vorstellen, bitte? Und wenn Sie eine Frage an jemanden Konkreten haben, gerne auch nennen, an wen. Ja. Müller, BMVZ. Ich wollte gar nicht nochmal das Thema aufgreifen, Gesetzgebung schwierig, das ist destruktiv, gar kein Thema. Aber Stichwort Entbürokratisierung, die Frage ist ja, was können wir noch machen? Und
seit 2 Jahren, und das ist vielen nicht bekannt, weil es nie als Gesetzgebungsverfahren geführt wird, schlummert im BMG eine voll ausgereifte Modernisierung der Ärzte- und Zahnärztezulassungsverordnung, wo ganz viel Entbürokratisierung drin ist, ganz sinnvoll. Im Bereich Zulassungsrecht ist natürlich beschränkt, wird als Rechtsordnungsverfahren geführt, ist gestoppt worden im Januar 2023 aus Priorisierungsgründen, das muss das Ministerium beantworten, die wenigsten in Kraft zu setzen. Nicht Gesetzgebung, ist noch Zeit, da ist so viel Power drin. Ich kenne die Stellungnahmen unserer eigenen als Verband von der KBV, vom AOK-Bundesverband, alle positiv. Und es schlummert seit 2 Jahren in der Schublade. Wenn das wenigstens noch angegangen werden könnte, das wäre so elementar für die Zulassungsausschüsse, für die Ärzte, für die KV und was da alles dranhängt an Entbürokratisierung und allem, Klärung, Regulierung, Vertretungsrecht, da ist ganz viel Power drin, ganz viel Sachverstand. Und ich wollte einfach diese Bühne mal nutzen. Entschuldigung, das ist keine richtige Frage, ich weiß, das ist furchtbar. Nochmal ganz viel Aufmerksamkeit dafür zu schaffen. Ärzte-ZV, Zahnärzte-V ist fertig, liegt im BMG. Rechtsordnungsverfahren muss nur noch in Kraft gesetzt werden. Das wäre noch ein Paukenschlagwerk. Wirklich Entbürokratisierung bedeutet und ganz viel im Kleinen wie im Großen hilft. Wenigstens als Ansatz, wenn das ganze Große nicht mehr funktioniert. Vielen Dank. Ich versuche noch mal ein bisschen eine Frage daraus abzuleiten. Ich versuche es einfach mal mit Herrn Bartelt, wo Sie eben die Entbürokratisierung angesprochen haben. Deswegen spreche ich Sie jetzt an. Wäre das sowas, wo Sie sagen würden, das würden wir jetzt auch noch mal unterstützen, dass sowas noch durchkommt? Ich hatte das vorhin ja schon mal angesprochen, dass wir alles, was Erleichterungen für unseren Beruf oder unsere Berufsstände angeht, wären wir sofort dabei. Nur habe ich keinen Zugang zu den Schubladen im BMG. Klar, ich frage nur, wenn es dann irgendwann doch nochmal auf den Tisch käme, ob Sie es dann unterstützen würden. Gut, ich mache, Herr Ulmer, wenn Sie einverstanden sind, gerade auf dieser Seite einmal weiter und dann kommen Sie natürlich rein. Ja, mein Vorschlag, mein Name ist Ralf Peter Wirth, ich komme aus Leipzig und bin in der Bundeshauptversammlung als Delegierter für die Landesgruppe Mitteldeutschland. Bin Kinderarzt und Allgemeinarzt und bin auch ein bisschen, sag mal, aus der ganz alten Zeit. Und bin sehr sensibel auf die Frage, sozusagen sensibilisiert auf die Problematik, wie schätzen Sie als Politiker, und ich frage Sie alle drei, die Sie hier stehen, unsere Zukunft ein für mich als Person auch oder für alle anderen, die hier drin sind auch, für die inhabergeführten Praxen, die wir nun mal alle besitzen und die wir auch gerne nach wie vor, ich sage jetzt mal als Eigentum auch behalten wollen. Und wir haben ja nun etwas erlebt, im Koalitionsvertrag steht es ja auch indirekt etwas drin, dass das nicht die Zukunft gewesen ist der doch jetzt scheidenden Regierung und wo auch man den Eindruck hatte, dass die Staatsmedizin auf den Tisch kommt, die ich persönlich schon erlebt habe in dem anderen politischen Deutschland. Ich würde wirklich ganz gerne wissen, was geben Sie uns als niedergelassene Ärzte in freier Niederlassung, in Freiheit, sage ich jetzt auch ganz deutlich, an die Hand, wo wir sagen können, darauf können wir politisch vertrauen, dass Sie das auch in Zukunft und nicht in der nächsten Legislatur, sondern überhaupt in Ihre DNS einschreiben. Danke. Ist es okay, wenn wir mit Frau Baradari beginnen? Ja, vielen Dank erstmal für Ihre Frage. Sie sagten, Sie sind ja auch Kinderarzt. Insofern kann ich das auch gut nachvollziehen. Wie Sie wissen, brennt es auch gerade dort in der ambulanten Versorgung, gerade im ländlichen Raum. Sie haben aber eine ziemlich allgemeine Frage gestellt. Deswegen würde ich mal jetzt sagen, gerade Fokus Pädiatrie oder andere Fachbereiche, die Schwierigkeiten haben, was Nachfolgeregelung angeht oder Nachwuchs angeht, braucht es meiner Meinung nach wirklich ein System. Neustart, meiner Meinung nach. Da sehe ich nämlich große Probleme, aber eins muss uns auch klar sein, die junge Generation hat ganz andere Vorstellungen, was Arbeiten, was Work-Life-Balance angeht. Die 36-Stunden-Dienste, die ich noch kenne als IEP-Lehrerin, und zwar gleich die ersten 10 Tage, die gibt es Gott sei Dank nicht mehr so in der Form. Insofern müssen wir uns Niedergelassene auch noch mal öffnen, denke ich, zum Beispiel was Digitalisierung angeht, was zum Beispiel auch neue Verfahren angeht. Und da braucht es, denke ich, einen ganzheitlichen Ansatz, angefangen von mehr Studienplätzen,
Medizinstudienplätzen bis zur Unterstützung durch die Kommunen. Und ja, da müssen im Grunde genommen alle Ebenen da mitmachen, weil ich sehe tatsächlich sonst die Zukunft der inhabergeführten Praxen etwas in Gefahr. Und gerade die Corona-Zeit hat ja gezeigt, erst als die ganzen Impfungen in den Praxen losgingen, hat es ja auch einen Schwung bekommen. Und da haben wir große Verantwortung und wir sind diejenigen, die den größten Anteil der Patienten tagtäglich versorgen und am besten unsere Patientinnen und Patienten kennen. Und da bin ich gerne auch auf Vorschläge des Wirtschaftsbundes oder halt eben auch der anderen Verbände gegenüber sehr offen. Ich lege da großen Wert drauf. Vielleicht Herr Sorge als nächstes, also die Form natürlich, ne, der inhabergeführten Praxen und die wirtschaftliche Selbstständigkeit. Hat das in Zukunft einen festen Platz bei Ihnen? Ja, absolut. Also wenn Sie sich sicher sein können, dass wir keine Hidden Agenda haben, dass wir irgendwie da was ändern wollen oder verschlechtern wollen, sondern eher im Gegenteil, es geht darum, das zu stärken. Und gerade in dem Bereich, wo ein Mangel herrscht, ist das ja eigentlich die rationalste Lösung, dass man sagt, man muss gerade diesen Bereich stärken. Also Freiberuflichkeit, Niederlassung und bei der Frage, welche anderen Versorgungsmodelle da möglicherweise noch in Betracht kommen, da muss man auch ohne Schaum vorm Mund dann sprechen, welche Möglichkeiten gibt's. Aber der Grundsatz ist schon Freiberuflichkeit, Niederlassung. Das ist was wir als Union nicht in Frage stellen. Herr Bartelt? Gut, wir haben die Freiheit im Namen. Insofern brauche ich dazu nichts sagen. Also bei uns ganz klar, also vielleicht auch zu dem Hintergrund, meine Mutter hat dieselbe Berufsrichtung wie Sie, Pädiater und Allgemeinarzt in der Pampa niedergelassen, in eigener Praxis, hatte das Glück, hat ihre Praxis noch weitergeben können. Ich bin seit über 20 Jahren in meiner eigenen Praxis. Meine Kinder möchten alle Zahnmedizin studieren. Der Große wartet seit 3 Jahren auf einen Studienplatz, macht jetzt die 2. Ausbildung, hofft, dass er irgendwann damit anfangen kann. Aber wenn ich jetzt sagen soll, kann ich das denen sofort empfehlen? Ich würde immer sagen, ja. Ne, als Inhaber einer eigenen Praxis. Natürlich, meine Kinder sehen diesen Vorteil auch, aber das ist gerade in der jüngeren Generation ist das eben häufig nicht mehr der Fall. Die wollen eine andere Work-Life-Balance, die wollen da nicht 40, 50 Stunden in der Praxis und vor allem möchten sie, wenn dann, am Patienten arbeiten und nicht die ganze Zeit am Schreibtisch sitzen und sich dafür rechtfertigen, dass sie die Leistung, die sie erbracht haben, dann auch honoriert bekommen. Also da an dem Punkt müssen wir unbedingt ansetzen, dass das auch wieder das Berufsbild wieder attraktiver ist. Darum geht es vor allem. Und das müssen wir gemeinsam schaffen. Und wie gesagt, als Liberale stehen wir natürlich für die Freiberuflichkeit. Ja, ich habe noch mal kurz eine Nachfrage. Also parteipolitisch bin ich da in der DNS ganz bei Ihnen. Und was Sie noch mal betrifft, Frau Baradari, habe ich einfach noch mal die Frage, was verstehen Sie jetzt unter Neustart? Das würde ich noch mal einfach nachfragen. Oder dieses wieder auf, was soll jetzt das sein? Ist das jetzt doch Staatsmedizin oder ist es wirklich die, ja, dann habe ich Sie missverstanden, aber vielleicht, dass Sie es mir nochmal klären können. Also ich bin nun mal aus der ganz, ganz, ich sage 89er Zeit habe ich eben erlebt und ich will einfach definitiv meine eigene Praxis nicht in irgendeiner Weise verlieren. Ich bin mir dabei nicht so unbedingt sicher, ob ich das bei Ihnen dann doch erleben muss bei der SPD, dass es wieder Staatsmedizin gibt, da bin ich mir nicht sicher. Also ich habe mit keinem Wort Staatsmedizin erwähnt und das ist natürlich ein Wort, was hier herumgeistert. Mit Neustart meine ich, dass wir wirklich den Fokus neu auf inhabergeführte Praxen legen, gucken, wo sind deren Probleme und sie dann mit gewissen Maßnahmen unterstützen. Ich sprach da jetzt speziell die Pädiatrie oder andere Fachgruppen an, die besondere Schwierigkeiten haben, dass wir diesen Berufsstand speziell nochmal schützen, speziell fördern. Das habe ich damit gemeint. Sie können aber den Staat, das will ich aber auch nochmal sagen, als Rahmengesetzgebung niemals natürlich aus der Gesundheitsbranche herauslassen. Das gehört natürlich mit dazu, aber niemand möchte halt eben direkt die Staatsmedizin in der Praxis haben. Aber wenn Sie Digitalisierung als Staatsmedizin verstehen, ich weiß nicht, was Sie als Staatsmedizin halt eben im Mai Neustart war, wir brauchen ein neues Denken, wie wir halt eben in Zukunft die inhabergeführten Praxen unterstützen können, ohne dass zum Beispiel irgendwelche Großkonzerne kommen, die Praxen von uns aufkaufen und dann im Grunde genommen, ich sag mal, nicht unbedingt eine bessere Patientenversorgung machen, aber nur noch auf die monetäre Seite gucken. Auch da müssen wir gucken, dass wir das geregelt bekommen, weil darunter leiden Sie, leiden andere, die dann ohne Nachfolger zum Beispiel für 0 Euro ihre Praxen bestenfalls verschenken. Da werden wir dann müssen wir gucken, wie man das noch unterstützt. Da werden wir dann bei der IMVZ-Diskussion. Soweit? Okay, wunderbar. Dann Herr Ullmann, bitte.
Ja, vielen Dank, dass ich auch hier Fragen stellen kann. Das ist eine ganz ungewöhnliche Situation. Enro Ullmann ist mein Name. Ich bin Klinikarzt und auch rein zufällig auch gesundheitspolitischer Sprecher der FDP und war beteiligt an den Verhandlungen. Und ich will an dieser Stelle sagen, wir haben eine sehr schwierige gesundheitspolitische Situation geerbt, 2021. Und wenn ich das so jetzt rückblickend sehe, eine der größten Fehler, die wir gemacht haben, waren sicherlich dieses GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Weil da haben wir an der falschen Stelle gespart, weil wir hier gerade den Leistungsträger als solches wirklich drangsaliert haben. Und das war einfach Mist, das gehört auch zur Selbstkritik dazu. Aber ich würde gerne in die Zukunft schauen. Und deshalb würde ich gerne den Panelisten ein paar Fragen stellen. Und zwar, wir haben einen Elefanten im Raum. Das ist die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen. Die Beitragssätze in der GKV-Bereich steigen signifikant an nächstes Jahr. Und das bedeutet auch für die wirtschaftliche Situation von Deutschland, dass die Lohnnebenkosten als solches auch ansteigen werden und die Wirtschaft und auch die Investitionen, die notwendig sind, um auch Wohlstand hier in unserem Land zu erreichen, natürlich auch limitieren wird. Deswegen für die Zukunft gewandt, weil ich will auch aus Fehlern lernen, Lessons learned. Würde ich gerne die beiden größten Parteien fragen, Was sind eure Lösungsansätze, diese Problematik auch anzugehen? Vielleicht die drei größten Punkte im gesundheitspolitischen Bereich, das angegangen werden muss, um diese Situation erstens Patientenversorgung gewährleisten, die Wirtschaftlichkeit aufrechterhalten können und natürlich auch die Freiberuflichkeit und natürlich die Selbstverwaltung nicht in Frage zu stellen. Und dann konkret die Frage, weil das Rechtsverordnungen sind, das war sicherlich auch ein Fehler im Rahmen der Verhandlungen. Wie sieht es aus zukünftig mit dem EBM und GOE, die ja als Rechtsverordnung von Seiten des Ministeriums auch dann verabschiedet werden müssten? Wollen wir Herrn Sorge zuerst diesmal? Ist das in Ordnung? Können wir gern machen. Also ich komme hier gerade wie in einer Bundestagsdebatte vor, Andrew. Also Zwischenfrage, jetzt antworte ich. Also wie gesagt, das waren Fragen, keine Zwischenfragen. Ja, ich meine, gut, wir können jetzt das Spielchen spielen. Also ich will damit nur sagen, also uns ist ja allen klar, wir haben ja kein Erkenntnisdefizit, wir haben eher ein Umsetzungsdefizit. Ich sage jetzt mal bei der Frage, wie wollen wir das lösen? Ich habe es vorhin eingangs gesagt, da warst du noch nicht da. Wir müssen ganz klar das Geld, was ins System gehört, auch ins System geben. Also wir reden jetzt auch bei der Frage Priorisierung. Bürgergeld ist ein Riesenthema. Also wir geben mittlerweile im Bundeshaushalt, der ungefähr eine halbe Milliarde ist, jeden 10. Euro für Bürgergeld aus. Wir haben das Problem, ist ja vorhin schon angeklungen, dass wir im Gesundheitsfonds allein 10 bis 11 Milliarden dem entziehen, weil quasi für die Bürgergeldbezieher viel zu geringe Einzahlungen getätigt werden. Also quasi jeder Bürgergeldbezieher, das kann man dem nicht vorwerfen, erzeugt höhere Kosten, als tatsächlich ins System gegeben werden. Und ich sage jetzt mal, da reden wir über 10 bis 11 Milliarden. Wir haben die Diskussion Umsatzsteuersenkung beispielsweise auf medizinische Leistungen, auf Arzneimittel, da reden wir über 5 bis 6 Milliarden. Also da haben wir im Grunde das Defizit, was im vorletzten Jahr war, diese 17 Milliarden, wäre damit quasi schon komplett geschlossen. Fast. Das heißt aber nicht, dass wir keine strukturellen Reformen im System brauchen. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass wir einerseits sagen, das ist Daseinsvorsorge, also nicht, dass wir da wirklich von Jahr zu Jahr dann jedes Mal wie das Kaninchen auf die Schlange schauen, was sagt jetzt der Schätzerkreis, wie hoch muss der Zusatzbeitrag sein, sondern dass man dann eben tatsächlich sagt, versicherungsfremde Leistung raus, strukturelle Entlastung. Und da müssen wir uns auch darüber verständigen, wie wir stärker Patientensteuerung betreiben. Das haben wir den ganzen Vormittag hier diskutiert. Wir müssen uns darüber verständigen, wie wir auch diese Systeme, und da rede ich nicht nur vom GKV-System, sondern auch von der Pflegeversicherung, auf eine andere Grundlage stellen. Also wir brauchen da andere Systeme. Herr Sorge, Sie entschuldigen ganz kurz, es führt sehr weit. Das Problem ist, er hat eine offene Frage gestellt und im Parlament wird die Redezeit da angehalten und dann kann man so lange. Nein, okay. Verstehe ich, aber also ich so langsam hoffe, dann noch weitere Fragen, die dann auch noch. Wir liegen da gerade, Andrew Ullmann und die FDP und wir gar nicht so weit auseinander. Also das als Punkt. Und bei der Frage, was soll das Ministerium im Rahmen von Verordnung entscheiden, da sage ich Ihnen ganz klar, als Anwalt, als Parlamentarier, das ist immer ein Problem für einen Parlamentarier, wenn man Ministerien Verordnungsermächtigungen gibt, weil zum Schluss ja die Ministerien dann nicht machen können, was sie wollen, aber unterm parlamentarischen Radar Dinge regeln können. Und deshalb bin ich da aus parlamentarischer Sicht auch extrem offen zu sagen, Dinge, die extrem wichtig sind, die können wir nicht einfach delegieren per Verordnung. Und da können wir auch über ein EBM, GOE und so weiter reden, damit eben nicht das passiert wie jetzt, dass das dann irgendwo vor sich hin dümpelt und nichts passiert. Also nur reden. Okay. Nicht nur reden, wir müssen das zum Schluss auch entscheiden.
Vielleicht, Frau Baradari, haben Sie, wenn dann ganz kurze Ergänzung, einen Halbsatz, und dann müssten wir aber wirklich auch weitergehen zu den weiteren Fragen im Raum. Ein Halbsatz bei so einer offenen Fragestellung ist natürlich sehr schwierig, gerade von dem gesundheitspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion, mit dem wir bis vor zwei Tagen zusammengearbeitet haben, Herr Kollege. Also mich verwundert Ihre Frage hier, muss ich ehrlich sagen. Selbstverständlich brauchen wir eine Reform der EBM und der GUE schon überfällig, aber die bisherigen Vorschläge waren ja auch nicht das Gelbe vom Ei, das muss man auch mal sagen. Da braucht es nochmal, denke ich, einen neuen Anlauf. Und was die Patientenversorgung angeht, das ist das, was der Kollege gesagt hat. Wir sollten primär meiner Meinung nach tatsächlich auch die inhabergeführten Praxen stärken, weil dort schlägt, finde ich, auch das Herz der Medizin im direkten Kontakt mit den zu behandelnden Patientinnen und Patienten. Ansonsten müssen Sie spezifische Fragen stellen und da muss man gucken. Ich warne aber auch davor und da möchte ich mich herausnehmen. Ich bin jetzt keine Verhandlungsführerin in einer Koalitionsrunde. Daher weiß ich auch nicht, welche Fragen Sie da, welche Antworten Sie da erwarten. Okay. Herr Ullmann, Sie sehen es mir nach. Ich gehe weiter zur nächsten Frage hier vorne. Ulrich Bechstein, ich bin niedergelassener Neurochirurg in Nürnberg. Ich habe eine Bemerkung und eine Frage. Erstens, GOE und EBM sind Sache der Selbstverwaltung. Das geht die Politik erstmal gar nichts an. Sollte es sein, das muss von der Selbstverwaltung ausgehen, dass Sie können ja und das abnicken, aber das hat sich's. Das andere ist, als niedergelassener Facharzt bin ich natürlich daran interessiert, dass die Entbudgetierung nicht nur auf die Hausärzte beschränkt wird, sondern wir Fachärzte fordern auch seit vielen, vielen Jahren unerhört, dass unsere Arbeit auch vollständig bezahlt wird. Die Budgetierung ist keine Sache, die naturgegeben ist. Da war ein Herr Dressler und ein Herr Seehofer dran beteiligt, das uns aufzubürden. Und das war vor 30, 35 Jahren vielleicht mal ein erforderliches Thema. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber das ist seit 25 Jahren nicht mehr das Erfordernis. Und jeder weigert sich, uns unser Geld zu geben, das wir eigentlich verdient haben. Und ich möchte von den Beteiligten gerne hören, warum das so ist. Warum verweigert uns die Politik die Streichung dieses Paragraphen? Wer möchte? Ich glaube, Herr Bartelt hatte eben gezuckt. Möchte Sie ganz kurz antworten? Und dann haben wir nämlich noch eine Frage, die ich gerne auch noch dran nehmen würde. Das ist keine Nervosität, der zuckt manchmal einfach so. Ich komme nochmal zurück. Also GOR, GOZ auf jeden Fall auch mit dazu. BL zählt auch mit dazu. Es gibt so ein paar Verordnungen, aber da haben sich tatsächlich andere Partner darauf zu einigen. Und dann, wenn die sich geeinigt haben, dann haben wir dem auch zuzustimmen. Punkt Nummer eins. Zum anderen Entbudgetierung. Ja, ich muss jetzt mal für uns sprechen. Auch, wie gesagt, die Gesundheitspolitiker innerhalb der FDP würden immer dafür stimmen, definitiv. Das haben wir auch versucht, auch innerhalb der Partei durchzudrücken. Wir haben das Problem, dass wir natürlich auch ein paar Haushalte haben und die letzten Endes auch darauf gucken, dass wir es gegenfinanzieren. Also wir persönlich haben da Vorschläge, die auch langfristig funktionieren. Wie gesagt, da haben wir es auch innerhalb der eigenen Fraktion nicht immer leicht gehabt. Aber natürlich ist das unser Grundanliegen, was wir wollen. Also Entbudgetierung tatsächlich für alle. Definitiv. Wir hatten eben schon einige Positionen auch dazu gehört. Deswegen, wenn Sie gestatten, würde ich in dem Fall noch mal weitergehen, dass wir die Frage noch hören können. Bitte. Ja, vielen Dank. Jan Nöhler, niedergelassener Hals-Nasen-Ohrenarzt in Schleswig-Holstein. Wir haben in unserem Verband eine Umfrage gemacht wegen Personalmangel, Fachkräftemangel. Es gibt einen Tarifvertrag, der nicht bindend ist, sofern nicht beide Arbeitgeber und Arbeitnehmer Mitglied eben in den Tarifparteien sind. Aber den gibt es als Orientierung. Wir haben gefragt, eben angesichts dieses Fachkräftemangels in unseren Praxen, wer zahlt denn bereits Mindestestarif und wer bezahlt Übertarif? Also es waren nur 10%, die noch Untertarif bezahlten, 90% zahlen Mindestestarif und die Hälfte zahlt deutlich Übertarif. Das wird durch nichts gegenfinanziert. Das erwirtschaften wir natürlich irgendwo, sonst könnten wir diese Damen in der Regel nicht beschäftigen. Aber das knüpft an die Frage des Kollegen an. Allein in meiner Praxis, wir sind mit zwei Ärzten tätig, haben wir jedes Quartal ungefähr plus minus 20.000 Euro, die wir nicht finanziert bekommen. Das ist einfach, diese Arbeit machen wir nicht, weil wir einfach Langeweile haben, sondern weil diese Patienten diese Leistung brauchen. Wir haben weiterhin gefragt, wohin verschwinden denn die MFA? Und die verschwinden zu einem Viertel in einen Bereich, wo ich doch sehr große Sorgen habe. Zum einen zu den Krankenkassen,
zu den Gesundheitsämtern und irgendwo ins Nichts. Das heißt, die verabschieden sich völlig aus dem Gesundheitswesen. Die sind dann auch weg. Das hat was mit den Arbeitsbedingungen zu tun. Wenn die Patienten also mit ihren Maximalforderungen, ich jetzt gleich sofort Notfall, weil mein Ohr juckt, ich übertreibe jetzt, ja, warum muss ich eine halbe Stunde warten oder warum muss ich vielleicht morgen kommen? Ihre Aggression und vielleicht auch Frustration über den gesellschaftlichen Zustand vorne am Tresen abladen, da haben die dann irgendwann keine Lust mehr zu. Dann können sie noch zahlen, was sie wollen. Die verschwinden einfach. Aber wenn in der gesetzlichen Krankenversicherung aus den Mitgliedsbeiträgen im Vorwegabzug für die Sozialversicherungsangestellte, die ja häufig eine MFA auch ist, das Doppelte gezahlt wird, wie das, was wir zahlen können, überhaupt noch, dann stimmt irgendwas in dem System überhaupt nicht. Es kann nicht sein, dass die GKV sich hier aus den Beiträgen einfach bedient und dann Personal abschöpft. Und bei uns an der Front, sage ich mal, fehlt es. Unser noch amtierender Kanzler ist vor 3 Jahren angetreten und hat gesagt, mehr Respekt für dich. Das war sein Wahlslogan. Und ich nehme mal an, so wie er sich vorgestern geäußert hat, hat er damit die gesamte Bevölkerung gemeint. Er meint ja, sie immer noch vollständig zu vertreten. Ist ja auch immerhin der Bundeskanzler. Wenn man das sieht, was in den letzten 3 Jahren gelaufen ist, insbesondere gegenüber unseren MFA an Wertschätzung und so weiter, wir wurden gebraucht in der Corona-Zeit, ja, Hände klatschen auf dem Balkon, aber dann wurde die Neupatientenregelung weggenommen und wir durften zusehen, wie wir unser Personal halten, dann ist das ein Schlag ins Gesicht unserer MFA im Wesentlichen, auch in unser Gesicht, aber insbesondere dieser. Und wenn dieser Kanzler und der dann auch noch Mitglied einer Partei ist, die sich traditionell um das Wohl und Wehe der sogenannten kleineren Leute kümmert, das ist ja so eine der Wurzeln der Sozialdemokraten. Wenn dieser Kanzler über, weiß ich nicht, 200.000 MFA in diesem Land sich so verhält, dann ist das respektlos. Tut mir leid. Das nehme ich als Statement einfach mit an dieser Stelle. Wir sind ein bisschen knapp in der Zeit. Da muss ich um Sie Ihr Verständnis bitten, weil wir haben noch eine Frage, die ich gerne rannehmen würde, wenn Sie das kurz formulieren könnten, wäre super. Stefanie Schreiber, medizinische Fachangestellte, also Feindbild. Passt. Das meiste ist mir jetzt gerade schon tatsächlich vorweggegriffen worden. Mir ist es aber mal wichtig zu wissen oder mal in die Zukunft zu sehen, mal die Kommunikation in der Bundesregierung. Das ist ja, glaube ich, das ganz große Desaster der letzten 3 Jahre gewesen. Wir haben, ich weiß nicht, wie oft wir in Berlin gestanden am Brandenburger Tor mit Unterstützung unserer Arbeitgeber. Und auch wir stehen an der Seite für unsere Arbeitgeber zum Wohle, zum Erhalt der Patientenversorgung. Es ist die Masse der Mehrheit der MFA nicht gewillt, zu Krankenkassen zu gehen, in den stationären Bereich abzuwandern. Ich bin auch noch der Typ inhabergeführte Einzelpraxis, weil das ist familiär und da steht der Patient wesentlich mehr im Vordergrund als in investorengeführten MVZ. Wir haben so oft das Bundesministerium für Gesundheit angeschrieben mit Massen von Briefen, die übergeben worden sind. Es kam nichts. Die einzige tatsächliche Bitte, die ich jetzt habe, zum einen um eine ausreichende Finanzierung für das Rückgrat der Gesellschaft zu sorgen in der kommenden Legislatur, wenn Sie irgendetwas kommunizieren, was das Gesundheitswesen betrifft, welche Medikamente stehen zur Verfügung, wie kriege ich Termine? Wo kann ich hingehen? Machen Sie es nicht mehr öffentlich, nicht durch die Medien, nicht durch Twitter. Weil der Prellbock der Nation hat die Zeit nicht mehr, hat die Kraft nicht mehr und der bricht weg. Und das ist wichtig. Die restlichen MFA sollten nicht auch noch verprellt werden, weil wenn die wegfallen, haben wir ein ganz großes Versorgungsproblem. Ich glaube, das können wir gut als Appell an Sie alle mitnehmen, wer immer. Also ich glaube, das betrifft alle in jedem Fall. Die Zeit ist recht weit fortgeschritten und wir haben noch Programmpunkte. Deswegen darf ich mich an dieser Stelle schon mal ganz herzlich bedanken an allen Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer, an Sie alle für die rege Beteiligung, für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.